Bist du Gesangscoach oder was? Ich gebe auch Gesangsunterricht, ja. Also Okay. ich würde ja auch sogar sagen, ich spiele ja mehrere Instrumente. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, was ist jetzt so ein Hauptinstrument, würde ich doch schon eher sagen, Sänger. Also ich sag nie, ich bin Sänger, der Gitarre spielt und nicht ein Gitarrist, der singt. So ist das bei mir halt immer. Okay. Das ist so ein bisschen wie bei Gibt's. mir. Ich bin Videospiele-Sammler, der auch Actionfiguren sammelt. Gibt ja auch Unterschiede. Gibt ja auch Also, Motosammler, die auch Videospiele kaufen. ja, stimmt. Der Schwerpunkt ist wichtig. Heiße ich unsere Hörer herzlich willkommen zur 8. Folge Pixel und Plastik. Das ist ja eine ganz besondere Folge, denn wir haben heute zum ersten Mal einen Gast bei uns, und zwar den lieben Patrick. Hallo Patrick. Hallo. Thematisch eben ganz kurz angerissen. Jetzt habe ich den Patrick Hallo gesagt und den Dennis gar nicht. Ich habe Hallo mich Dennis! gefragt, wann du irgendwas über mich sagst oder mich einfach Jetzt verschweigst. war ich so beeindruckt von Patrick und habe dich da einfach vergessen. Das ist okay, der Patrick ist auch beeindruckend. Gut. Hallo ihr beiden. So, Hallo. jetzt haben wir uns wieder. Ja, thematisch geht es heute wieder um Film, haben wir uns gedacht. Und Ja. zwar um einen Film, der uns allen gut gefällt, uns allen sehr wichtig ist und der eigentlich ja zwei Kriterien erfüllt. Denn es ist ein, ja, 80er, 90er Jahre 1987. Teenager-Film, Ja. aber es ist auch ein guter Vampirfilm. Und ich sage jetzt ganz bewusst ein guter Vampirfilm. Da gibt es ja auch genug schlechte. Also eine Teenager Horror, Vampir, Komödie, könnte man sagen. Ja, auf jeden Fall ein bisschen Horrorkomödie ist auf Ja. jeden Fall Ja. drin. Ja. Kann man so unterschreiben, The ne? Lost Boys. Charaktere. Richtig, stimmt, The Lost Boys, The ne? War nicht Lost gesagt. Boys, genau. Irre, ja. Darüber Joel Schumacher. wollen wir heute sprechen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt anfangen, über den Film zu sprechen und bevor wir anfangen, jetzt so ein bisschen über uns auch, das machen wir ja anfänglich auch immer, würde ich jetzt einfach den Patrick gerne mal den Hörern ein bisschen genauer vorstellen. Du hattest ja gesagt, du möchtest dich nicht so gerne alleine Nee, vorstellen, das sondern bin du ich nicht möchtest gerne so. interviewt werden Da und gefragt werden. bin ich nicht so. Ich bin da nicht so gut drin, so von mir zu erzählen. Aber erstmal vielen Dank, dass ich heute zu Gast Genau, wollen sein wir darf. erstmal anstoßen vielleicht mit Ja, unserer. gerne, Gerne. anstoßen. Dennis, womit stoßen wir heute an? Patrick. Prost. Entschuldigung. Und Prost. einmal so. Stößchen. Mio, Mio, Mate. Mm. Ich habe heute ein Oder. bisschen ein größeres Ensemble aufgefahren und quasi eine umfangreichere Karte hier im Angebot. Zwar trinkt der Patrick Mio Mio Banane. Ja, ich liebe Mio Mio Bananen. Und Und zwar ist das wusste ich gar nicht, wie das ist schön. wirklich eins Das meiner freut mich. Lieblingsgetränke. Ich trinke es zum größten Teil wirklich nur im Sommer, weil es ist für mich echt so, ja geil, der Sommer hat wieder angefangen. Jetzt trinke ich Aha. wieder Mio Mio Banane. Und ist auch tatsächlich Hauptgetränk im Studio irgendwie immer. Ah. Auch beim lieben Beray, den du ja auch kennst, Ja. der das durch mich kennengelernt hat und Ach. auch so ein bisschen der Sucht verfallen ist. Ach, wie schön. Guck Ja. mal an. Ja, du hast den Klassiker, den Ja. unsterblichen Klassiker Mio Mio Mate. Das goldene Goldene Vlies. Vlies unter den Getränken. Fließende Gold. Und ich habe die Mio Mio Mate Ginger. Ja, finde ich nämlich geil. Ich finde Ingwer mega geil. In allen möglichen Formen und Verarbeitungsvarianten, also Tee oder irgendwie im Essen, im Thai Curry oder keine Ahnung, ich tue mir Ingwer in meine Smoothies und in meine Shots rein, die ich mir so mache, meine gesunden Mixgetränke, und ich finde Ingwer echt gut. Ich verbinde Ingwer leider immer mit Kranksein. Echt, Ich auch das hat manchmal. meine Das ist so wie Frau. mit Pfefferminztee. Ja? Also an sich mag ich Pfefferminztee, aber es ist immer so, ich rieche Pfefferminztee, ist direkt so, ich bin krank. Nee, krass, Also, okay. ja. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie man so aufwächst, ne? Ja. So, meine Frau hat das mit Kamillentee, die kann auf gar keinen Fall Kamillentee trinken, außer wenn sie krank ist. Ja, meine Frau kann Und gar keinen Tee trinken, weil der ist nämlich schon Tee so, ich bin krank. echt? Ja, Boah, nee, Tee ist doch absolut. auch ein tolles Genussmittel. Ja, ich liebe Das Tee, mag der auch. aber. Die neuen Mio Mio Sorten sind auch toll. Was hast du letztens getrunken? Was war das? Granatapfel. Ah, die Granatapfel. ist auch Ich sensationell. stehe nicht auf Granatäpfel. Ach. Also ich finde irgendwie, ein Granatapfel hat so eine relativ neutrale. Echt?
Geschmacksrichtung. Okay. Ich bin bei Essen, ich habe bei Essen immer leider so sehr merkwürdige Ticks und mein Problem mit Granatapfel ist, das quietscht mir zu sehr am Gaumen, wenn ich da drauf rumbeiße. Und da werde ich wahnsinnig bei okay. so Sachen. Ich okay. kann auch eine Zucchini, wenn die an meinem Gaumen lang quietscht, da könnte ich aus dem Fenster springen. Echt, Zucchini bin ich so raus. Das ist heftig. Ja. Ja, gibt es Sachen. Ne? Gibt auch Leute, die... Meine Frau ist das so, wenn die was mit Zucchini macht, dann auch immer so, ich habe die auch so gekocht, dass die nicht quietscht. Süß. Ja. Ja, das ist irgendwie komisch. Ne? So haben wir alle unsere komischen Ticks und was. Ne? Genau, Werbung haben wir jetzt auch schon genug gemacht. Werbung haben wir gemacht. Mio, Mate. Und so. ich wollte nochmal, um auf vorhin zurückzukommen, nochmal vielen Dank, dass ich heute da sein Ja. Schön. Ich bin ja wirklich, also tatsächlich ein ganz eifriger Hörer von Pixel und Plastik. Und euer Format ist mittlerweile zu einem treuen Wegbegleiter in Bus und Bahn geworden. Das ist der eine. Oder beim Hausputz auch sehr gerne. Ja, finde ich auch. Mache ich auch. Wenn ich zu Hause sauber mache, Podcast drauf auf Ohren, weil dann habe ich was zu lachen oder zum Schmunzeln oder zum Grübeln. Finde ich viel besser, als wenn ich die ganze Zeit nur irgendwie schrubb und irgendwie finde es alles doof. So. Ich habe vor zwei Tagen, als ich auf dem Bus abends gewartet habe, habe ich auch tatsächlich nochmal die erste Folge gehört. Echt? Ja, die ich sogar finde, dass man, bis auf dass ihr halt relativ oft gesagt habt, dass es die erste Folge ist, kriegt man das eigentlich gar nicht so mit. Also ja. Ich finde, das klang alles eigentlich schon sehr, sehr cool. Ist und gut gealtert so, ne? Und ich mochte das halt, dass ihr halt super viel darüber erzählt habt, was denn so eure Top-Favorite-3-Sachen irgendwie waren. Sowas mag ich ja sowieso mal sehr gerne. Ja, aber Street Fighter war auch ein... Ist ein dankbares Thema. Ne? Dankbares Thema für uns gerade zwei. Gerade für uns zwei, ja. Mhm. Genau, als riesen Street Fighter-Fans. Ja. Und wir waren ja noch kurz davor zu sagen, lass uns die komplett neu aufnehmen, weil wir irgendwie nicht so zufrieden waren. Dann haben wir ein bisschen sacken lassen, haben gesagt, nee, weißt du was, so dieses ein bisschen schwurbelige Format, das wir uns die ganze Zeit unterbrechen und von Höchstgen auf Stöcksgen kommen, das ist eigentlich okay. Weil wir da beide aber auch so voll im Thema drin sind, also Street Fighter liegt uns ja beiden, glaube ich, sehr, sehr am Herzen. Ja. Ich finde das mit dem Unterbrechen gar nicht so schlimm, also ich bin jetzt gar nicht so ich höre nicht so viele Podcasts, aber die ich höre, da wird permanent unterbrochen von den Leuten. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Ich finde, das ist auch mal ein Zeichen für einen guten Redefluss, weil jeder so was zu sagen hat. Irgendwie. Das muss ja nicht irgendwie klingen, als wäre man bei Johannes B. Kerner zu Gast. Das ist genau der Punkt. Das ist halt keine durchgetaktete und geskriptete Talkshow, sondern das ist halt einfach, da sitzen Leute zusammen und quatschen. So wie, wenn du einfach einen netten Abend mit Kumpels hast, trinkst ein Bier und quatschst ein bisschen. Und der einzige Unterschied ist, dass du dir ein Thema aussuchst und das ist das einzige Thema, worüber du quatschst. Ja. Naja gut, auch da... schweifen wir ja schon mal ganz gerne in andere Regionen. Was ich aber auch cool finde. So. Ja. Ich finde das auch gut. Da kommst du von Street Fighter zu Capcom und zack, bist du bei Mega Man. So, aber ja, klar, das bleibt ja auch nicht aus. Nee, wir werden noch heute mit absoluter Sicherheit kurz bei Twilight landen. Das ist einfach so. Ist das so? Ja, klar. Das ist einfach so. Gut. Einfach nur, um darauf einzugehen, was aus Vampirfilmen geworden ist. Ja, das ist... Leider. Ja. Es gibt ja drei gute Vampirfilme. Drei, nur drei? Lass uns gleich machen. Ich mache jetzt mal hier, hau jetzt mit dem Hammer auf den Tisch. Okay, du machst. Lass uns mal einfach ganz kurz ein bisschen von dir erfahren, lieber Patrick. Warum bist du heute hier? Dein Name ist Patrick. Genau. Und wir wissen schon, du bist, wir beide wissen schon, du bist Musiker. Vielleicht magst du mal ganz kurz ein bisschen was erzählen, was du so tust, wenn du nicht bei fremden Podcastern im Game Room sitzt. Womit verdienst du deine Brötchen? Was machst du so? Ich bin tatsächlich selbstständig als Musiker und ich verdiene mein Geld mit Musik machen, um es mal so zu sagen. Ja. Also ich mache verschiedene Sachen, sei es von Privat-Gitarrenunterricht, Gesangsunterricht. Dann gibt es noch irgendwie Songwriting oder Studio. Coaching-Sachen, die ich in Jugendzentren mache. Ich biete mehrere Musikangebote in sozialen Einrichtungen an, also in Wohnheimen für schwer erziehbare Sachen wie auch Gitarrenunterricht, Gesangsangebote, wo Bewohner einfach mal Songs, die denen viel bedeuten oder wo die einfach mal Bock haben, die zu singen, die halt dann irgendwie mit ein bisschen Vocal Coaching und musikalischer Begleitung performen können. Und dann also Sachen wie Songwriting-Angebote, wo Leute einfach mal gerade in so Wohnheimen eine Möglichkeit haben, sich so ein bisschen auszudrücken, sei es jetzt in Deutsch, sei es auf Englisch. Ich selbst schreibe seit 15 Jahren englische Texte. Ich würde, aber privat würde ich niemals irgendwas Deutsches schreiben, aber das biete ich halt jetzt so im Rahmen
von meiner Arbeit natürlich dann halt auch an. Also es ging jetzt nicht so sehr um das Geld verdienen, sondern es ging einfach darum, weil wir ja wahrscheinlich gleich auch über die Musik des Filmes sprechen, damit man so ein kleines Bild hat, du bist also ein Musikverrückter, das kann man so sagen. Musik ist halt wahr und ich glaube, wird auch immer der Hauptdrehangelpunkt in meinem Leben sein. Also es ist ja, dass ich ja auch selbst halt seit 15 Jahren halt ja auch Songs schreibe und aufnehme und du hast auch eine Band, oder? Es ist nicht wirklich eine Band. Ich habe ein neues Projekt, das ich jetzt an den Start bringe, das heißt Ghost Motel. Das ist halt so eine Mischung aus ein bisschen, ich bin da nie so gut drin in so Genres, aber ich glaube, es ist so ein bisschen Depeche Mode, es ist so ein bisschen Nine Inch Nails, es ist ein bisschen The Cure, ein bisschen moderat, bisschen Apparat, wenn die Leute was damit anfangen können. Das ist halt sehr düstere Musik. Mhm. Halt und auch jetzt, ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, dass das Mainstream-Musik so für den Otto Normal ist. Ja, das ist halt. Okay. Also und trotzdem, glaube ich, kannst du damit sehr viele Leute erreichen. Ist jetzt nicht sperrig, auf gar keinen Fall. Ich hoffe, also ich bin tatsächlich auch gar nicht daran interessiert, irgendwie nur so Leute, die das konsumieren, zu erreichen. Da habe ich null Interesse dran. Ich mache halt keine, ich sage immer, ich mache keine McDonald's Cheeseburger Musik. Also ich mache halt Musik, auf die man mögen muss, wo man Bock drauf haben muss. Also ich mache die Leber und Nierchen unter der Musik so ein bisschen. Kannst du vielleicht in unserem Podcast, kannst du da vielleicht irgendwie so einen kulinarisch veganen Vergleich mitziehen? Also, ach so, ja. Also den Trüffelseitan mit, ja, so ungefähr. Mit Mandel, Safransoße. Genau. Unter der. So um den Dreh rum. Okay. Das ist wahrscheinlich, wenn meine Frau den Podcast hört, wird sie mir wahrscheinlich sagen, was hast du denn da gesagt? Wer soll das denn gibt's kochen? Doch gar nicht. Ja, genau. Wir hatten über ein neues Projekt gesprochen. Ich würde sagen, da setzen wir den Link einfach irgendwie auf jeden Fall bei Instagram drunter, in die Videobeschreibung bei YouTube und so, dass die Leute sich das anhören können. Genau, in dem Blog. Also wir werden auf jeden Fall Ghost Motel ein bisschen bewerben, genau. Und euch da drauf mit der Nase stupsen. Ist nämlich sehr, sehr hörenswert. Hast du schon gesagt, wie alt du bist? Damit 32. Das ist immer ganz wichtig, damit die Leute auch ungefähr wissen, ja. Ob das legitim ist, dass du bei einem 80er-Jahres-Podcast dabei bist. Da würde ich jetzt auch direkt zu der nächsten Frage kommen. Eigentlich wollte ich dich fragen, was qualifiziert dich denn heute, hier über die Lost Boys mitzusprechen? Also ich bin ja 1986 geboren. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Kind der 80er, das ist eine große Lüge, weil die 4 Jahre, die ich mich in den 80ern aufgehalten habe, die kann ich mich natürlich nicht erinnern. Bin also eher Kind der 90er. Da ich aber... Und ich hoffe, meine Geschwister nehmen mir das jetzt nicht übel, wenn ich das so sage, weitaus ältere Geschwister habe, bin ich halt als Kind immer wieder mit Musik und Film aus den 80ern in Berührung gekommen. Also eigentlich das normale Klischeezeug, also Musik, Queen, mein Bruder hat viel Queen gehört, die es natürlich auch schon in den 70ern gab, aber viele Filme aus den 80ern, wie Terminator, den ich dann heimlich mit meinem Bruder mal in seinem Zimmer gucken durfte, der mir eine Höllenangst eingejagt hat, muss ich sagen. Und dadurch, dass ich halt Geschwister habe, die etwas älter sind als ich, kam ich da eigentlich immer sehr in Berührung mit. Und muss auch sagen, dass ich da so, ich würde nicht sagen, dass ich da hängen geblieben bin. Ich habe schon andere Musik kennengelernt und Filme, aber im Endeffekt finde ich dann doch die Sachen aus den 80ern halt irgendwie am coolsten. Gerade so Musik, also Bands wie Jesus and the Mary Chain, The Cure, Peter Gabriel, Genesis. Das sind halt Sachen, die ich heute auch noch höre, wo ich halt auch mehr mit anfangen kann als mit der heutigen Musik. Wenn ich Musik zum Beispiel aus den 80ern höre, da passiert was ganz Bestimmtes in mir. Ich kann das gar nicht sagen, aber irgendwas öffnet sich da in mir, was so andere Musik
nicht schafft. Also es ist nicht so, dass ich keine Musik aus den 90ern oder aus der heutigen Zeit höre, aber 80er ist so eine ganz spezielle Zeit bei mir. Und das ist auch gerade bei Filmen. Ich bin ein Riesenfan der Alien-Reihe. Ich finde, Alien 2 ist einer der geilsten Actionfilme aller Zeiten. Und gerade, ich finde, ich gucke zwar Filme im Originalton, aber wenn man sich die mal dann synchronisiert anguckt, finde ich sogar, dass sich in den 80ern noch mehr Mühe beim Synchronisieren gegeben wurde 100 Pro. Als heute. Gerade so die Betonung, die waren genauso wie im Original. Und heute, wenn es die ganzen bekannten Stimmen nicht mehr nicht geben würde, die es halt im Synchronbereich geben würde, dann würde halt alles richtig scheiße klingen. Ja. Tut mir leid. Wird jetzt vielleicht jeder abhaten, aber im Sinne von, ja, wir leben nun mal in Deutschland. Nee, klingt halt scheiße. Ja, ich weiß, wenn ich einen Film aus Amerika gucke, gucke ich den halt auf Englisch, weil das ist ja auch, damit kriege ich ja auch die schauspielerische Leistung einfach mehr geboten. Da ist 50% von verschwunden, wenn ich. Also ich muss da jetzt mal ganz kurz dazwischen gerätschen, weil du gerade von Gehate sprichst. Ich kann das ja nicht haben, ne? Also das ist ja so ein Thema, was mich so triggert. Ja, cool. Und so wütend macht. Wenn so ja, cool. Wenn so Halbstarke grundsätzlich bei jedem Film und bei jeder Serie sagen, ich gucke nur in Englisch, nur genannt, so eine große Scheiße. Also grundsätzlich, und das ist einfach nicht richtig. So, das ist, damit wollen Menschen uns sagen, ich spreche gut Englisch. Ja, wissen wir. Das sind genauso Sprüche wie, das Buch ist viel besser, Game of Thrones ist ein Buch viel besser als die Serie. Ja, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Aber, ja, du liest viel. Herzlichen Glückwunsch. Das sind aber zwei verschiedene Interpretationen. Ich habe ja nie gesagt, dass es darum geht, dass man gut Englisch spricht. Nein, es aber ist halt einfach, es ist, ich finde halt einfach, man kriegt, das ist die pure die schauspielerische Leistung von dem Darsteller, halt, die ich halt gerne ich, sehen möchte. Gehe ich auch also, mit, oder? Aber ich finde einfach, dass es dieses Totschlagargument von, es muss immer der Originalton sein oder die Originalsprache, stimmt einfach nicht, weil eben die Synchroarbeit in den 80ern und 90ern wirklich bei vielen Sachen also die deutsche Synchroarbeit herausragend gut war. Und das unterschreibe ich ja auch. Das muss man so sagen. Ne? Aber ich meine, so einen hat ja jeder, der dann immer diesen Spruch los. Also, ne? Also für mich nur im Original. Dann kriege ich sofort. Dann zuckt es sofort bei mir in allen Gliedern und ich denke. Es kommt halt echt immer drauf an, ne? Weil ich würde ja normalerweise auch sagen, ich gucke ja auch alles auf Englisch. Bei modernen Sachen, aber halt insbesondere, weil die Synchro scheiße ist, aber auch aus Prinzip. Aber gut, ich habe halt auch nur mal Englisch studiert, so warum sollte ich das nicht tun? Das ist auch ein Knackpunkt. Man kann auch nicht bei allen Menschen voraussetzen, dass sie das auch eben entspannt tun können, einen Film sich auch Englisch anzugucken. Ja, das ist natürlich richtig, ne? Wenn dein Englisch nicht stimmt, so, dann das ist es ja halt überhaupt so. Nicht schlimm, nee. Dann geht das natürlich nicht. Ja, und wenn du das zum 40. Mal mir erzählst, bei jedem Film, nicht du, sondern bestimmte Menschen, wenn wir dann über Filme sprechen, und der erste Satz, und ich weiß genau, der kommt, und ich spanne mich, genau, sprich sofort zu viel. Aber Fakt ist, finde ich, dass die Synchronarbeit irgendwie nicht mehr so geil ist wie in den 80ern und in den 90er Jahren. Ist sie. Das auch ist nicht. Irgendwie das teilweise so lieblos. Und wir haben ja schon zwei gute Beispiele für Synchronarbeit, nämlich wir haben ja schon unseren Saber Rider and the Star Sheriffs Podcast besprochen, wo die Synchronarbeit sensationell war. Und ich werfe auch nochmal die Bud Spencer und Terence Hill Filme in den Raum, die ja durch ihre deutsche Synchro erst richtig gut geworden sind. Ja. Und behaupte ich jetzt einfach. Das Schlimmste ist, dass die trotzdem anfangen, Filme, wo die Synchronarbeit grandios war, neu zu vertonen. Ja. Ich habe Der Weiße Hai, habe ich mir vor ein paar Jahren auf Blu-ray geholt. Was ist, Roy Scheider hatte die Stimme von Eddie Murphy auf einmal. Was soll das? Du Schande. Was soll das? Was? Warum? Ich suche seit Jahren eine alte Kopie auf VHS der Evox-Filme. Oh. Evox und Evox Karawane der Tapferen und so. Zwei Teile gab es, ne? Zwei, genau. Und die sind wohl auch neu synchronisiert worden. Und irgendeiner, habe ich letztens gelesen, dieser Haupt-Evox hat jetzt die Stimme von SpongeBob Schwammkopf. Nee. Und das kriegst du dann halt nicht aus dem Kopf raus. Ich finde das schlimm, wenn Leute das noch nicht mal merken. Ich habe meiner Frau von einem Jahr Ariel auf Blu-ray gekauft, weil sie mir gerne nochmal gucken wollte. Und sie hatte auch die Stimme wie SpongeBob, oder was? Nein, aber ich weiß, dass ich den als Kind gesehen habe, vor 20 Jahren. Und ich habe den reingemacht in den Player und ich habe direkt gemerkt, dass der neu vertont wurde. Und meine Frau hat es aber nicht gemerkt, die wollte es noch nicht mal wahrhaben. Nö, klingt doch so wie immer. Furchtbar. Also ganz, meine, ganz furchtbar. Meine Frau merkt das sofort, eher als ich. Gut. Und die ist dann auch sofort genervt. Also ich sitze dann da und gucke Simpsons und die kommt rein und die mag die Simpsons noch nicht mal besonders und sagt dann,
Manche hat eine andere Stimme, finde ich scheiße. Und dann ist die raus. Dann hat die keinen Bock mehr. So. Also da ist, die ist da, was Ton angeht und Stimmen, das nervt die dann sehr. Übrigens ganz kurz, Karawane der Tapferen und Kampf um Endor. Hm. Nur noch mal ganz kurz um die vergessenen Evo-Filme, die es auch nicht auf Blu-ray gibt. Also wer Geld hat und wer Bock hat, kauft doch mal jemand die Lizenzen und werft mal eine Blu-ray raus. Ja, oder wer auch immer die noch auf VHS hat und loswerden will, gerne. pixelinplastik@gmx.de. Genau, ich nehme sie gerne. Oder eine DM irgendwo. Wir werden ja jetzt auch hier schon beschenkt. Wir sind ja gerade schon beschenkt worden. Jetzt ja, irre. Kommen wir ja. Komplett. Vielen herzlichen Dank. Der Patrick, der hat in seinem Nerdkeller nämlich hier nochmal irgendwie so ein paar geile Actionfiguren ausgegraben und uns überlassen. Mega gut. Ja. Ich habe einen Bebop gekriegt. Und ich passend zu unserer vorletzten Folge, John McClane. Richtig geil, von NECA. So, jetzt haben wir schon abgehehlt über Synchronisation. Wir waren stehen geblieben bei Patrick, 80er Jahre Filme. Ja, genau. Also wir können uns ein Bild machen von Patrick, würde ich sagen, als Hörer. Einzige, was ich jetzt noch vielleicht interessant fände, kurz zu sagen, warum kennen wir uns eigentlich? Weil wir kennen es ja schon länger. Das ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie Pixel und Plastik gehört hast und geschrieben hast. Hallo. Hallo. Ja, dann erzähl doch mal, Dennis, woher kennt ihr euch denn? Ja, ich habe mich gefragt, haben wir uns kennengelernt, als du das erste Mal bei uns in der Krümmelküche gespielt hast, als ich mit meiner Frau noch ein Restaurant hatte? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, dass ich halt schon vorher... Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, dass ihr jetzt beide nicht mehr wisst. Ich weiß das bei ganz vielen Leuten nicht mehr, wo ich die kennengelernt habe. Ich glaube, wir haben uns schon mal... Also ich glaube, ich kannte deine Band auf jeden Fall schon vorher. Du warst ja da ja mit deiner Band The Boy Who Cried Wolf unterwegs. Genau. Und da hat der Beray, den du ja vorhin auch nochmal angesprochen hattest, den wir ja beide schon länger kennen, Producer und Schlagzeuger aus Duisburg. Genau. Der hat Schlagzeug gespielt bei mir und auch die Platte produziert. Ah ja, wahrscheinlich dann darüber. Wahrscheinlich hat er mir das erzählt oder da habe ich bei Facebook die Links gesehen, hier guck mal oder was. Und dann habe ich das wahrscheinlich mal irgendwann gehört. Und im Endeffekt bist du nämlich dann im Laden mal aufgetaucht und hast bei uns gespielt. Genau, mit Akustikgitarre. Das war... Ja, stimmt. Das war eine Handwerkshow. Sehr schön war das. 2015 gewesen, als die Platte rauskam. Und ich weiß aber gerade wirklich nicht mehr, ob ich da zum allerersten Mal in der Krümmerküche war oder ob ich vorher schon mal da war. Das weiß ich echt. Ich weiß, dass ich relativ oft da war und auch immer gern dort gegessen habe. Aber ich weiß jetzt nicht mehr... wann es das erste Mal war. Aber so ich weiß das bei so ganz vielen Leuten nicht mehr, wie und wann ich die kennengelernt habe. Wir werden alt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach... Es ist auch nicht mehr so interessant, also wenn es nicht irgendwie so eine wahnsinnige, wir haben uns auf so einer total verrückten Begebenheit kennengelernt. Bei einer Geiselnahme. Ja, genau, oder wir waren irgendwie 2 Tage lang in einem Fahrstuhl eingesperrt oder so. Weiß nicht. Was guckst du so? Warst du noch nie mit jemandem 2 Tage im Fahrstuhl eingesperrt? Hast du jemanden kennengelernt? Ich wollte jetzt das Helsinki-Syndrom nochmal rein. Achso, ja, stimmt. Du meinst Helsinki, Schweden? Ja, genau. Nein. Ja, genau, richtig. Also über diese ganze Musikschiene. Ja, das heißt, darüber kennen wir uns eigentlich und hatten ja sogar mal ganz kurz mal angebandelt und gesagt, vielleicht können wir ja mal zusammen Musik machen. Das hat sich bisher noch nicht ergeben. Aber das kann ja alles noch werden. Ja. Ich bin ja auch, wie gesagt, mein Projekt Ghost Motel ist ja auch völlig im Wachstum. Ich habe jetzt erst eine Single rausgebracht, ein Musikvideo, um generell mal ein bisschen Content zu haben. Aber bin jetzt gerade auch im Studio und nehme die weiteren Songs auf. Und im Sommer wird es auch die ersten Konzerte geben. Aber ich rede super ungern über ungelegte Eier. Deswegen. Ja, das ist auch einfach blöd. Sagt man was und dann passiert das doch nicht. Genau, das habe ich ganz lange nämlich immer so gemacht und das war viel Arbeit, mir das abzugewöhnen. Ja, aber ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr auf jeden Fall das ein oder andere Konzert geben wird. Ja, man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein. Und ich bin auch gespannt. Jetzt reden wir heute gemeinsam über The Lost Boys, Film von Joel Schumacher aus dem Jahre 87, hast du gerade gesagt, ne? Ja, 1987. Genau. Ich hab sogar heute extra nochmal nachgeguckt, aber es ist 1987 gewesen. Ja. Wollen wir jetzt direkt zum Film springen? Achso, willst du noch was anderes sprechen? Nee, hast du noch was? So ein... machen wir so anfänglich immer zu den Folgen so was gibt Neues, ne? Nerdiges Intermezzo irgendwie, gibt es Neues? Tatsächlich gibt es bei mir nicht so viel Neues, bis auf die Tatsache, dass wir letztes Mal aufgenommen haben, irgendwie ein paar Tage vor Release von Resident Evil 2, dem Remake auf der PS4. Ja, ey, hast du schon angefangen? Habe ich dann natürlich angefangen, aber ich muss zugeben, ich habe 1,5 Stunden gespielt. Gut. Ich habe echt kaum Zeit gefunden. Irgendwie Familienzeit ist im Moment irgendwie so ein bisschen wichtiger und same hier. Ja, genau. Ich hab's mir auch gekauft. Du kennst es. Ach, du hast den dann doch noch gekauft? Echt? Bist schwach geworden? Yep.
Ah, okay. Ich habe mir auch geglaubt, es ist sogar noch sealed und liegt bei mir zu Hause rum. Geil. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich hätte Zeit gehabt, aber ich habe andere Dinge gespielt. Warum? Weiß ich nicht. Das macht keinen Sinn. Ich habe mir heftig in die Hose gekackt, muss ich Echt? sagen. Ja, habe ich. Also Also ich finde es auf jeden Fall auch gruselig, aber ich finde es nicht so krass wie zum Beispiel Resident Evil 7. Das Ding ist, ich finde das mit den ganzen Settings so, das ist auch alles ziemlich cool. Was aber, wo ich bei Spielen generell super in Stress gerate, ist, wenn man verfolgt wird. Ah, Mr. X. Mr. Ich habe ihn noch nicht X. entdeckt. Mr. X Er ist bei ist mir noch nicht aufgetaucht. ein heftiger Dude und das ist so eine Hürde, die ich jetzt noch mal so ein bisschen überwinden muss, Ah, mit diesem okay. Stress klarzukommen. Also wir waren alle drei schwer gehypt und haben uns geschworen, kaufen und sofort am Wochenende durchspielen und keiner hat es geschafft. Ja, ich habe es ja erst nach dem Wochenende gekriegt. Ach Ich hatte ja, ja an dem du Release-Wochenende hast sogar ja wieder über Zeit. so ominöse England-Kanäle da bestellt, Überhaupt nicht ominös um bestellen. Fünfer zu sparen. Ich habe zwar, erstens, ich hab, glaube ich, 26 € gespart. Oh, echt? Ja, 43 €. Oh, das ist günstig. Ja, ganz genau. Und im Pre-Order, Aber ne? ich will dir eins sagen. Als du mir Freitag geschrieben hast, der DHL-Mann war noch nicht da, wusste ich, wie dem dir aussieht. Oder sag mal ehrlich. Ich war, also Freitag war ich noch so irgendwie pisst. Das war aber noch nicht so schlimm, weil ich Freitagabend auf einem Konzert war. Aber Das heißt, Samstag war es ja auch ich nicht hätte an dem da. Abend eh keine Zeit gehabt zu zocken. Aber Samstag ist es auch nicht gekommen und da war ich pisst. Oh mein Gott, ich stelle mir jetzt so vor, dass man auf diesem Konzert steht und denkt so, geil, morgen werde ich mein Spiel zocken und dann kommt das Ja, einfach und nicht. Das war ein bisschen ständig aufs Handy asozial. guckt, irgendwie auf die DHL-App, ob irgendwie der Lieferstatus Naja, ist geändert worden ist oder so. mit dem Versandhandel, wo ich da gekauft habe bei Base, kann man ja sagen, ist ja jetzt, ne? Werbung da Nennung. Da kann man, glaube ich, nicht, kann es nicht verfolgen. Aber Okay. normalerweise, wenn ich ja bestellt, ist das, also ich habe jetzt die Tage wieder zwei Spieler bestellt, das dauert 3 Tage, bis die ankommen. Okay. Normalerweise irre schnell. Wahnsinn. Und bei Pre-Orders, die Läden, die kriegen doch auch die Sachen schon früher. Ich habe ja welche, also Die hätten das auf jeden Fall. Also ich habe ich Leute habe bei gesehen, die haben am Instagram, die haben es Mittwoch, vorm Mittwoch, Freitag genau. hatten die schon das Also Spiel. Freitag war der Release am, wie vielten, sag mal, 25. 25. Januar. und die hatten es Mittwoch schon Ja, und aus ja. dem Saturn und so, ne? Ja, genau. Und ich habe mich halt echt in den Arsch gebissen. Ich hätte nicht die 20, 25 € extra gezahlt. Hätte ich nicht gemacht. Aber 59 ich. bezahlt. 59, ja. War ich nicht mitkommen. 49. Oh, echt? 49. Echt? Ja. Obwohl 59 auf dem Spiel drauf stand. Ich weiß nicht, was der Grund war. Auf jeden Fall. Hast du den Verkäufer nicht darauf hingewiesen, dass sie dir 10 Euro zu wenig? Nein. Okay. Das ist auch Das muss dann man. Das Schuld muss. des Ladens und nicht deine Bringschuld. Ist das so? Ja, klar. Die müssen ihre Ware schon richtig auszeichnen. Ich knurre. Ja, der moralische Verfall. Naja, das ist eigentlich das Einzige, was passiert ist. Ansonsten Okay. habe ich zockmäßig nicht so viel gemacht, filmmäßig die neue Staffel Grace und Frankie geguckt. Eine Serie auf Netflix, die ich allen Leuten immer empfehle, weil die furchtbar herzlich ist und unglaublich charmant und witzig. Und niemand guckt die, weil ich immer dann abreiße, worum es geht, und dann immer so, ah. Und ich glaube, dann ist das Interesse einfach so Ist das die. instant verschwunden. Okay. Kennt Ist auch das keiner von so ein euch was? Azi-Fazi-Zeug oder Nee, was? überhaupt nicht. Aber das ist Jane Fonda und Martin Sheen spielen die Hauptrollen. Noch mit zwei anderen Charakteren. Und zwar geht es darum, dass zwei ältere Pärchen, also wirklich schon in den späten 70ern, irgendwann beim Abendessen, das passiert in der ersten Folge, deswegen ist das jetzt auch kein Spoiler und das ist halt auch die Krux der Serie, ihren Frauen, die beiden Männer, eröffnen quasi ihren Frauen, Dass sie homosexuell sind. wir sind schwul und wir betrügen euch miteinander schon seit 20 Jahren. Ja, und dann wird es gar nicht so. Ich habe das irgendwo schon mal auf dem Schirm gehabt. Die ist hochgelobt, die Die ist Serie, ne? fantastisch. Aber ich weiß, ich habe das nie geguckt, irgendwem. Also die klingt halt so ein bisschen, ne, die Frauen sind natürlich, die fallen aus allen Wolken und denken sich, oh mein Gott, unsere Ehen sind in den letzten 20 Jahren einfach eine reine Lüge gewesen. Die Kinder natürlich auch so, okay, was passiert hier gerade? Und haben natürlich alle Kinder, ne, klar. Und dann passiert es halt so, die beiden Frauen, die sind sich gar nicht so grün. Die Frankie, die ist halt so ein Hippie und die Grace ist halt eher so eine Businessfrau. Mit eigener Firma, mit eigener Beauty-Line, so Kosmetik-Firma hat die, ne? Und die sind sich so grün jetzt nicht, aber die ziehen beide dann aus den Häusern von ihren Ehen sozusagen und ziehen in das gemeinsame Beachhaus, was diese beiden Pärchen haben, weil die beiden Männer halt schon so lange in Anführungsstrichen befreundet sind. Frankie und Grace ziehen dann ins Beachhaus und
müssen dann irgendwie gucken, wie sie klarkommen, in Anführungsstrichen so, ne? Und müssen irgendwie so ein bisschen mit der ganzen Situation. Und darüber lernen die sich mehr kennen, freunden sich an und sind irgendwann unzertrennlich. Und das ist sehr, sehr menschlich, sehr, sehr ergreifend, sehr witzig. Manche Situationen sind halt auch so typisch Comedy-Serie lächerlich und irgendwie so quatschig. Aber viele, viele Sachen sind extrem menschlich und extrem so nah am echten Leben. Einfach weil die halt auch, die sind halt alle auch schon alt. Das heißt, die spielen auch alle, also da spielt auch immer irgendwie so Alter spielt halt auch immer eine Rolle. Und da passieren dann auch Dinge, wo du denkst, ja krass, das ist meinen Großeltern auch passiert oder so, ne? Und das ist einfach alles eine sehr, sehr menschliche Nummer und ich finde die super schön und immer wenn eine neue Staffel kommt, freuen Sarah und ich uns da drauf und lassen auch echt alle anderen Serien stehen und liegen, weil das einfach so eine Feel-Good-Serie ist, die einfach immer Spaß macht. Und okay. Ich kann die wirklich, ich kann die nicht oft genug empfehlen, weil niemand, den ich kenne, guckt diese Serie. Ich habe da noch nie von gehört. Ich gucke aber gerade Ted Bundy, die Dokumentation. Auf Netflix, ne? Auf Netflix. Sensationell, ne? Auch ja. Sehr herzlich. Auch sehr herzlich, auch sehr menschlich. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ich finde die Serie sehr gut, weil die nicht so gekünstelt auf spektakulär gemacht wird, sondern finde relativ mit Fakten habe ich jetzt auch angefangen. Da kriegt man auch schön Bauchschmerzen bei, ne? Das ist einfach ekelhaft. Ted Bundy ist eine ganz, ganz ekelhafte Nummer. Aber ja. Ich habe mir ich habe halt diesen Tick, wenn ich irgendwas gucke, muss ich mir danach einfach alles Mögliche, was ich darüber finde, durchlesen. Wenn ich eine neue Band kennenlerne, Wikipedia-Artikel lesen und jedes Interview, was ich finden kann, durchlesen. Ja, das geht mir auch so. Das ist bei Filmen so und genauso habe ich es dann halt mit Ted Bundy gemacht und kam halt von Ted Bundy zu anderen Serienkillern und da ist einfach kranker Scheiß dabei. Alter. Wo man leider, so blöd das jetzt klingt, wo man leider sagen muss, dagegen ist das mit dem Ted Bundy. Ja, dieser, wie heißt der, dieser Jeffrey eine, Dahmer. Der sich Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Der sich dieses Haus da gebaut hat, dieses Hotel. Und ach, finde ich gleich heraus. Edmund Kemper. Der sich da in das Hotel noch irgendwie Verbrennungsöfen und Gaskammern eingebaut hat. Und so. Ja, Jeffrey Dahmer war wirklich der, wo ich nachher gesagt habe, das ist einer der krankesten Serienmörder. Ja, mir ist ein bisschen schlecht jetzt einfach. Ein gutes Beispiel ist, ich habe vor ein paar Tagen, habe ich nochmal Schweigenheimer geguckt. Ja. Auf einmal Lieblingsfilme. Fantastisch. Und trotzdem denkt man immer wieder, so gut Anthony Hopkins spielt, die Figur ist großartig von allen Projekten, aber man denkt sich halt, es ist ein bisschen comic-mäßig. Der menschenfressende Psychiater, aber nachdem ich diesen Artikel über Jeffrey Dahmer gelesen habe, dachte ich, nein. Es ist einfach aus dem Real Life genommen. Das ist ja, und dagegen ist ja die Figur von Hannibal Lecter noch. Ein Furz. Ein Furz. Ja, einfach. Ist echt so. Ist also ganz, schön. ganz heftig, aber auch wieder sehr, sehr faszinierend alles. Als ich 17 war, habe ich mal ein Buch über Serienmörder gelesen. Ja. Danach konnte mich nichts mehr schocken. Das ist unfassbar. Henry Howard Holmes. Henry Holmes. Den musst du dir mal durchlesen. Gilt als der erste Serienmörder der Vereinigten Staaten. Und der hat sich so ein Hotel tatsächlich gebaut. Und hat das Hotel halt mit im Keller, dann in versteckten Kellern mit Foltertischen, Säurebädern ausgestattet, ach, mit Gaskammern. Das ist und hat die Leute dann auch, hat die Leute dann auch getötet und teilweise dann, um Kohle zu verdienen, deren Skelette noch an Universitäten verkauft. Und die Opferzahlen. Da ja, aber ist denn niemandem aufgefallen, wo der die Skelette her hat? Die können nur geschätzt werden zwischen einem Dutzend bis 200. Ich glaube, da gibt es auch eine Folge von American Horror Story zu, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wird auf jeden Fall passen. Das ist auf jeden Fall ein richtig heftiger Dude. Und das Gleiche habe ich auch gedacht. Auch Charles Manson, der ja auch irgendwie leider eine, ich will ihn jetzt hier nicht geil finden, aber der ja schon irgendwie für mich so ein Interesse in mir auslöst einfach. Find die Thematik interessant. Ist ja eigentlich auch noch ein echt harmloser Typ. So. Da Charles Manson hat ja nie jemanden umgebracht. Der war einfach nur der ein ziemlicher ja manipulativer Typ. Ja, der war ein manipulativer Kultleader. Ja, so, richtige ne? Abgründe halt. Ja, ja, das ist absolut fürchterlich. Ja, aber also, das habe ich, die Ted Bundy-Geschichte habe ich auch gesehen. Ja, die habe ich auch auf der Liste, die will ich auch gucken. Ich glaube, ich finde ja Netflix. Netflix macht diese Dokus, gerade wenn super. Die so mit heiklen Themen umgehen, machen super. Die sehr gut. Ne? Staircase. Habt ihr jemand Staircase gesehen? Nee. Müsst ihr euch angucken. Das ist ein Film oder ein Doku? Nee, es ist eine Doku über einen Mordfall. Ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen. Wirklich großartig. Fand ich noch besser als Making Murderer. Making Murderer fand ich mega krass. Ist super, aber Staircase. Echt?
Okay. Unglaublich gut. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Ja, wir kommen schon in düstere Gefilde hier. Das ja, passt schon. Ich lockere das jetzt mal ein bisschen auf. Mit Resident Evil. Leider. So. Ich kann es mal ein bisschen, ich kann's mal ein bisschen auflockern. Hat einer von euch schon die neue Staffel Punisher geguckt? Nee. Oh ja. Oh ja, ich bin ja großer Punisher-Fan. Und ich sammle die Punisher-Comics. Echt? Ich sammle die Punisher-Comics am liebsten die von Garth Ennis. Ja, der ist ja sowieso völlig. Ja, das ist so schon drüber alles. Alles. Und ich finde, John Bernthal wurde geboren, um den Punisher zu spielen. Übel, ne? Er wurde dazu geboren. Ja, leider glaube ich nicht an eine dritte Staffel, weil ja gerade Netflix alle Marvel-Serien absägt. Okay. Ach so, andersrum, Disney sägt wahrscheinlich alles ab, weil die doch so einen eigenen Streaming-Dienst aufmachen wollen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil die haben ja schon Daredevil nicht verlängert. Ich muss sagen, ich fand jetzt nicht alle Marvel-Serien gut auf Netflix. Nein, überhaupt nicht. Also Daredevil Luke Cage war das langweiligste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Ja, wie hieß die nochmal, die Frau? Jessica Jones. Super langweilig. Super langweilig. Aber Daredevil fand ich großartig. Und Iron Fist oder so. Habe ich nicht gesehen. Eigentlich nur Daredevil und Punisher. Ja. Und ich befürchte, es wird keine dritte Staffel von Punisher geben. Aber die zweite ist auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Absolut. Wie geil war der Priester, bitte? Oder dieser. Der war ja gar kein Priester, aber. War das nicht so ein. Der braucht seine eigene Serie, der Typ. Der war super, ne? Hammermäßig gut. Hat mich ein bisschen an die Figur von Viggo Mortensen in A History of Violence erinnert. Echt? Ja, ich. In dieses so, früher mal so ein krasser Gangster-Typ gewesen, dann aber für seine Familie alles aufgegeben. Fand ich schon ziemlich gut. Hat er so ein bisschen an Preacher, hat er mich so ein bisschen erinnert. Ey, im Preacher bin ich nicht so gut drin. Okay. Ehrlich? Die Serie ist toll. Haben mir schon ganz viele Leute gesagt. Ist auch auf meiner Liste. Steht auf meiner Liste. Ich habe die Comics oder den Visual Novel nicht gelesen. Aber es sieht so aus, also für mich wirkt das so. Ich habe den Eindruck, wenn du bei Preacher, der Amazon-Serie. Ist ja auch wieder Garth Ennis und so. Ja, ja, genau, richtig. Wenn du da auf Pause drückst, ne? Ich wette, die haben das wirklich so Frame für Frame aus dem Comic rausgenommen, weil die Mimik, die Kamerainszenierung und so cinematografisch, finde ich, das sieht so aus, als ob die da wirklich sehr nah an den Comic angelehnt hätten, was so Kamerawinkel angeht und so weiter. Ich habe sehr oft das Gefühl, boah, das fühlt sich an, als ob die nah am Original arbeiten würden. Ist der Preacher-Mann nicht auch der Walking Dead, die Comics irgendwie mit... Robert Kirkman, hat er nicht auch seine Finger im Spiel? Keine Ahnung. Könnte sein, weiß ich nicht genau. Ich habe nämlich diese andere Serie von Robert Kirkman angefangen, Outcast. Wurde leider abgesetzt. Das ist doch auch mit so Priestern und so in so einem. Ja, so eine Exorzismus-Serie. War sehr, sehr gut. Ich habe die erste Staffel an einem Abend weggehämmert. Echt? Das war vor der Zeit meiner Kinder. Und nach der zweiten Staffel wurde es leider nicht verlängert. Und ich will jetzt nicht spoilern, aber ich kann nur sagen, die zweite Staffel. Endet leider mit einem Cliffhanger und das ist immer schlecht. Dieser wird nun halt nicht aufgelöst und deswegen. Hast du von Garth Ennis schon mal die Crossed Comics gelesen? Nein, noch nicht gelesen. Das ist das, was ich dir mal gezeigt habe. Abartig. Ja, ist halt auch Garth Ennis. Ich hab's noch, ich will den auch mal loswerden, den kann ich gar nicht lesen. Ja, gut, also, was soll ich noch sagen, wo wir gerade von Verbrechen und von Dokumentationen sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich sage es aber einfach nochmal. American Vandal, jemand gesehen? Nein. Leute, guckt American Vandal. Es ist tierisch witzig. Wo kann man das denn gucken? Bei Netflix. Das ist so eine Mockumentary. Ist das so? Bei Netflix? Ne? Da hast du mir auch schon von erzählt. Da gibt es jetzt die zweite Staffel, ja. Das ist ja so eine Verbrechens... so ein Profiler-Doku irgendwie. Aber die Verbrechen sind halt Bullshit. Also es geht halt in der ersten Serie darum... Oder in der ganzen ersten Staffel, dass ein Schüler auf einem Parkplatz, ich glaube, 23 Lehrerautos mit Penissen vollgesprüht hat. Und das arbeiten die dann so richtig aus, wer das sein könnte und wie so eine richtige Profil, wie in einem Raum voller Fotos eingesperrt sind und sich versuchen, einen Täter hineinzubringen. Genau so. Und in der zweiten Staffel geht es halt darum, dass irgendjemand an einer katholischen Schule in verschiedenen Situationen hochkonzentriert Abführmittel Menschen verabreicht oder so eine Pinata mit Kacke füllt. Also es geht immer. Also so Geschichten aus dem Leben halt. Im Deutschen heißt der Kackbandit und der füllt halt immer irgendwo, also es geht immer ums Thema Defekieren, ja, um Kot. So, und das versuchen sie halt auch zu ermitteln, wer das sein könnte. Und ich muss euch sagen, ich habe mich weggeschrien. Ich find's tierisch witzig. So. Wo wir aber gerade bei etwas düsteren Serien sind, wer von euch hat denn die Hannibal-Serie geguckt? Ich habe die nicht geguckt. Mega gut. Meine Frau, glaube ich, geguckt. Mega gut. Ich bin ja sowieso, ich würde sagen, ich glaube,
Mads Mikkelsen, Top 3 meiner Lieblingsschauspieler. Ja, der ist auch geil, ohne Frage. Ja. Absolut. Auch Polar, leider noch nicht zu Ende gucken können. Ja, habe ich jetzt die erste Folge angefangen. Na, ist ein Film, ist keine Serie. Polar. Es geht um diesen Killer, der da seinen Hund... ja, leider, das hat aber... Ne? aber das dann, halt, dann haben wir ausgeschaltet, da war ich sauer. Ja, ich auch. Ich muss auch sagen, das ist auch für mich so wirklich so meine Achillesfersen sehen. Ich habe, als ich Game of Thrones damals angefangen habe und in der irgendeiner Folge das mit dem Wolf war, so 2 Wochen nicht mehr angerührt, diese Serie. Es war wirklich so... Französische Bulldogge geschossen war ich raus. Warum? So. Aber meinst der du, Film soll ich, ist mega. Soll also ich kann sagen, machen? Es ist eine geile Mischung aus Sin City, ein bisschen Lucky Number 11 und auch ein bisschen... Ich höre mal, wäre so Kingsman-mäßig. Ja, genau, Kingsman. Danach habe ich gesucht. Aber auch wirklich ganz viel, also von der Optik ein bisschen Sin City. Und Mads Mikkelsen ist einfach in jeder Rolle einfach immer oder du, nee, geil. Moment, war das... Nee, war, glaube ich, was anderes, was ich gehört habe. Sehr blutig, aber schön drüber blutig. Also niemals irgendwie Torture-Porn-mäßig. Ja, da habe ich auch keinen Bock drüber. Nee, ich hasse Torture-Porn. Deswegen bin ich auch... Ich hasse Torture-Porn. Ich kann, bei mir kann es auch nicht... Also irgendwann hört es auch auf, wenn es zu gruselig oder zu... Ich habe mich auch noch nicht getraut, American Horror Story zu gucken, so richtig. Kommt drauf an, es gibt so mehrere Ebenen von gruselig. Die finde ich langweilig an der ja? Serie. Für mich muss ein Horrorfilm halt irgendwas, was Innovatives haben, dann kann er mir von mir aus auch eine Heidenangst einjagen. Aber der darf nicht irgendwie, das darf nichts irgendwie mit Sadismus der schlimmste oder Film interessant, interessant. Haben. Was, pass auf. Was würde denn ein guter, das kann ein guter Horrorfilm müsste das haben, was würde denn ein guter Vampirfilm für dich oh, guck mal, jetzt hat so er ausmachen? Guter Vampirfilm? Ich muss unbedingt mal eine Kurve schlagen. Ja, hat er recht. Wir quatschen gerade eine Dreiviertelstunde schon fast irgendwie über Sachen. Spät. Es gibt, darf ich meine drei Vampirfilme? Ja, wir können jetzt gerne. Es gibt ja. drei gute Vampirfilme, meiner Meinung nach. Warte, ich muss jetzt nochmal fragen, gibt ja. es nur drei gute oder gibt es... Du sagst, es gibt drei gute, das heißt, alle anderen es sind gibt, nicht gut? Nein, es gibt für mich halt drei Vampirfilme, die für mich halt einfach Vampirfilme sind. Blade okay. kommt nicht da drin vor, weil in Blade geht es für mich halt nicht um Vampire, sondern das ja. ist Wesley Snipes. Alles drumherum ist halt so, das könnten auch Zombies sein, könnte egal sein, was der bekämpft, okay. weil der einfach cool aussieht. Nein, ich wollte nur fragen, es gibt, gibt es nur drei gute oder gibt es gibt, oder sind das deine drei Lieblingsvampirfilme? Meine drei Lieblingsvampirfilme. Okay, dann sag doch mal. Das ist einmal natürlich The Lost Boys, ja. Interview mit einem Vampir, mega. Also so stellt man sich klassische Vampire vor, ja, finde ich. Ist so. Und 30 Days of Night. Bester. 30 Days of Night oh, ich. Bin ich komplett bei dir. Obwohl ich auch finde, das ist kein richtig klassischer Vampirfilm. Das ging mir weil der schon, noch von erzählt, ja, oder? Weil der ist ja auch ein Comic-Verfilmung streng ja. genommen. Und der ist halt auch ultra brutal und ultra gruselig. So, aber ne? da geht's mir, es geht mir gar nicht um, Entschuldigung, wenn ich so gerade ins Wort fallen muss, ja, geht gut. mir gar nicht um klassische Vampire, sondern das ist einfach Interview mit einem Vampir ist sehr klassisch. The Lost Boys ist auch wieder einfach eine eigene coole Idee. Hey, lass mal so eine Rocker-Teenie-Bande nehmen, mhm. die Vampire sind. Und bei 30 Days of Night ist so, ey, was wäre denn, wenn Vampire einfach nicht so die romantischen Typen, sondern so unfassbar, unaufhaltbare, super brutale Killermaschinen wären. Mhm. Und das macht der Film. Du hast so einen Schiss vor diesen Viechern, die ja auch einfach aussehen wie normale Menschen. Mhm. Sind ja auch sehr... Alles etwas, was muskulöser, aber jetzt auch nicht irgendwie Dolph Lundgren-mäßig. Nein, aber die gucken alle schon sehr europäische böse und sehr blass auch, ne? Aber die Protagonisten, die haben halt in keiner Sekunde in diesem Film auch nur einen Hauch einer Chance gegen diese Viecher. Weil nee. Die rotten einfach eine ganze Stadt aus. Und wie geil ist einfach diese Idee, hey, wie geil wäre das, wenn Vampiren sich in einem Ort durchfressen, wo es einfach einen Monat lang dunkel ist. Das ist doch so eine einfache und trotzdem so eine geile Idee. Und das liebe ich an dem Comic. Okay. Was ist denn da? Polarnacht oder Midsommar oder was ist, wie nennt sich das nochmal? Ich weiß es irgendwo gar nicht. Irgendwo da am Polarkreis, wo dann tatsächlich... Wo wirklich einen Monat lang irgendwie schwarz ist. Ja, wo ist, ne? dunkel ja, ja. ist. So, und Josh Hartnett ist auch einfach mal super in dem Film, der ja vorher einfach immer nur in so Kussfilm mitgespielt. Also Kussfilm? Wenn wir so grundsätzlich dann über ist so, aber ich fand den auch in Sin City brillant. Ah, natürlich, habe ich ein bisschen verdrängt. Ja. Sin City. Erste Szene und die letzte Szene. Ganz genau. Ich. Dann im ja. zweiten Teil hat er ja auch seine eigene Episode noch nicht bekommen. Ich verdränge auch immer dritten, wieder ne? Sin City aus der Liste von Bruce Willis wirklich besten Filmen. Vergesse ja. ich irgendwie immer wieder. Sin City ist generell einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der ist so. Damals im Raucherkino in Wesel gesehen. Hat irgendwie gepasst zu dem Film, im echt Raucherkino geil. Zu sitzen. Krass. Aber das sind ja, meine cool. drei Vampirfilme. Ja, dann lass uns doch über einen ich, davon ich reden. Würde, ich würde, ja, ich, da darf ich noch ganz kurz einmal Nosferatu mit reinschmeißen. Ich hätte auch noch eine Edition. Nie, tatsächlich nie wirklich gesehen Nosferatu. Und einer meiner Lieblingsfilme, weil ja auch so ein Teenie-Komödie und Vampirfilm zugleich ist Fright Night. Ich mag Fright Night total, auch schon sehr oft gesehen.
Ist für mich mehr Komödie und ich als Horrorfilm. Hatte früher, ja, die habe ich auch stimmt. teilweise gesammelt, da habe ich auch noch so ein paar zu Hause liegen. Ich hatte auch immer eine große, große Liebe für die Hammer Production Vampirfilme mit Christopher Lee. Ne, also, was weiß ich, da gibt es ja Dracula, dann gibt es die Braut von Dracula, Draculas Kutsche. Und der, also ich glaube, der hat irgendwie 50 Vampirfilme ja. gedreht und die heißen alle so. Und Christopher Lee mochte ich einfach als Dracula immer sehr gerne. Bei Bela Lugosi hört es ein bisschen auf, so, weil das ist immer schon ein bisschen zu cheesy, wenn man das halt sehr die Plastik-Fledermäuse da so. Ich glaube, Bela Lugosi ist auch wieder so ein Name, den man so cool finden muss, weil das cool ist. Der ja, ist schon okay. cool, so. Aber Christopher Lee ist für mich, also wenn wir über Dracula sprechen, Christopher Lee ist für mich Dracula. Absolut. Er ist Saruman und Dracula. Gibt keinen besseren Dracula als Christopher Lee. Ja. Ja, so. Ja. Die Filme sind auch oft sehr cheesy, so und sehr, die hat man eine Zeit lang auf DVD hinterhergeschmissen gekriegt. Heute findet man die gar nicht mehr ganz so leicht, aber der ist einfach perfekt für die Rolle, weil er so dieses Adlige das stimmt. hat. Und so, das funktioniert richtig, zum ja. Beispiel bei mir nicht mit Bram Stokers Dracula, finde ich super langweilig. Ach, geht. Ich finde den wirklich sehr, sehr langweilig. Wollte ich gerade fragen, weil den finde ich auch gut und deswegen, gut. der ist bisher noch nicht gefallen heute Abend. Vielleicht habe ich den auch bis jetzt immer in einem falschen Mut gesehen, irgendwie, aber der hat bei mir leider nie irgendwie... Am schwächsten von all den Filmen finde ich Interview mit einem Vampir im Moment. Okay. Von all denen, die du sagst. Also ich bin da beim Patrick, weil das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz klassische Darstellung von Vampiren. Ja. Also jetzt auf Literaturvorlagen sozusagen gemünzt. Ist auch, und von daher ist auch sensationell schon, besetzt. Ne? Ich mag einfach die, wenn man die Story von Interview mit einem Vampir aufs Geringste runterkürzt, mag ich einfach dieses, dass die Figur von Tom Cruise spielt, einfach nicht einsam sein möchte und einfach einen Weggefährten die ganze Zeit sucht. Und das mag ich an dem Film. Das hast du eigentlich, da sind wir kurz wieder Recap zum Preacher. Das hast du nämlich da mit dem Preacher-Kumpel auch. Wie heißt der nochmal? Mist, verdammt. Der Vampir? Ja. Da ist nämlich auch ein Vampir. Der ist auch so, der Typ, ne? Und den finde ich so geil. Der Typ, ne? der diesen Vampir spielt, der hat ja auch bei Misfits mitgespielt. Echt? Das ist auch eine gute Serie übrigens. Und gesehen. Der ist auch so, der ist auch irgendwie so auf so eine coole Art, aber auch so ein bisschen so ekelig. So. Der hat so, ne, irgendwie wie der so rumrennt und wie der sich anzieht, hat diese ganzen beschissenen Tattoos da. Ja, so, ja, ne? genau. Und rennt dann mit so einem uralten Sonnenschirm oder Regenschirm durch die Sonne und ja, so, ne? Das ist ein abgehalfterter Typ irgendwie, aber ich find den saugeil. Den Cassidy. Cassidy, genau. Ja. Ich muss die Serie, glaube ich, echt mal anfangen. Musst du gucken. Der ist wirklich cool. So, und jetzt möchte ich noch, bevor wir wirklich anfangen, zu The Lost Boys zu sprechen. Und jetzt so, ah, verdammt, ich habe vergessen, auf Start zu drücken. Oh, Mist, genau. Ja, alles noch von vorne. Einer meiner Lieblings-Vampir-Filme, weil der vollkommen unkonventionell ist, aber das Thema Vampirismus und ich muss jetzt Blut trinken und was hat das eigentlich für eine Konsequenz irgendwie, wenn ich jetzt plötzlich Vampir bin, ist ein koreanischer Film, ja. wo man erstmal denkt, okay, die Koreaner und Vampirfilme, von Park Chan-wook, dem Regisseur von Oldboy, okay. einer meiner Lieblingsregisseure und Oldboy auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Im Original. Thirst, also Durst. Sagt mir irgendwas, ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber kann mich nicht mehr... Echt, kann es nicht erinnern. Ich finde den eigentlich ziemlich eindrucksvoll. Ich finde, den kann man nicht so schnell vergessen. Ich habe eine Phase gehabt... Da war ich jeden Tag bekifft. Keine Ahnung. Wohnung, wo ich mit meinem Nachbarn schön groß an meine Eltern. jeden Abend zwei, drei Horrorfilme geguckt habe. Ich war zu der Zeit noch irgendwie im Schicht. Ja, okay, dann und hatte dann, es gab halt Wochen, wo ich irgendwie dann bis in die Puppen aufbleiben konnte, weil ich irgendwie so um 14, 15 Uhr anfangen musste. Und da haben wir wirklich auch wirklich sehr krassen Scheiß gesehen, der mich teilweise... stark verstört hat. Aber der Film sagt, irgendwas klingelt da. Erzähl noch mal bitte, worum es geht. Ja, im Prinzip geht es halt darum, dass eine Frau zum Vampir wird, weil sie jemanden kennenlernt, der auch Vampir ist. Und der will das eigentlich gar nicht, aber es kommt dann halt irgendwie so. Und naja, dann geht es halt so ein bisschen darum, dass sie dann so eine Art Verhältnis zueinander irgendwie aufbauen, weil sie auch eine gewisse Abhängigkeit voneinander haben und, also nicht wirklich, aber halt, die haben auf jeden Fall jetzt eine Verbindung, weil er sie zum Vampir gemacht hat
Und das ist, glaube ich, so der Gist von dem Film. Also das ist so die Grundprämisse. Und dann geht es halt irgendwie so ab, wie die so damit zurechtkommen. Und der spielt halt in der Neuzeit, überhaupt gar nicht jetzt so hier so barock oder so ähnlich. Und geht auch nicht darum, dass da irgendwie 20.000 andere Vampire rumrennen. Oder Macht oder Die scheinen dann nur mal Territorialkrieg was oder von so. gelesen zu haben. Also es ist halt sehr, 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 sehr reduziert. Der fühlt sich fast schon so an. Ich meine, Oldboy ist ja schon, der ist ja schon heftig, ne? Aber der. Tintenfisch. Ich sag, Tintenfisch, ja. immer wenn ich Oldboy denke, ich nur Heftige Tintenfisch-Szene. Szene, ja, auf jeden Fall. Und Hammer und der Zähne. One-Take-Kampf, wo der sich durch diesen Flur Ja, kämpft. boah, das ist Und das ist ja nur absolut. ein Take. Das ist ja dann aber auch so oft kopiert worden, Ja, diese genau. Flur. Aber das war halt das Mein Gott. allererste Unter Mal. Super anderem krass. Daredevil, ja, zum Ja, Beispiel, genau. stimmt. Und ich glaube in The Raid auch. Bin mir nicht ganz Ja, sicher. richtig, auch Ja. richtig. Nie Ja. gesehen, The Raid. Soll gut So. sein, habe ich gehört. Hast du Dracula Untold gesehen? Ich habe angefangen, ich fand den Ich fand den stinklangweilig. gar nicht schlecht. Mir fällt gerade ein anderer sehr guter Vampirfilm ein, den ich völlig verdrängt habe. Let Me In. Das ist das amerikanische Remake von So finster die Nacht. Aha. Und zwar, das Remake ist großartig. Und zwar handelt es davon, dass ein Vampirmädchen neben eine Familie einzieht, wo der Junge nur mit der Mutter wohnt. Der Vater ist abgehauen oder ist nicht mehr am Leben. Der Junge ist sehr, sehr einsam. Und das Vampirmädchen ist allerdings auch sehr einsam. Und beide freunden sich an. Das Vampirmädchen hat aber einen älteren Mann mit, so eine Art Begleiter, der sich dafür sorgen muss, das Blut für sie zu besorgen. Das heißt, er fängt an, Leute umzubringen und zapft ihnen das Blut ab, damit sie was zu trinken hat. Und ist quasi. Sie freundet sich halt mit dem Jungen an und der Mann wird immer eifersüchtiger. Man versteht recht schnell so, jo, das wird sich halt genauso abgespielt haben bei den beiden, weil sie altert ja nicht. Und es ist ein sehr, sehr guter Film. Ist auch nicht, wird ihn sogar mehr Richtung Drama einordnen. Krass, Ist der mit klingt voll dieser, super. wie hieß das Mädchen? Ihr habt doch bestimmt Kick-Ass gesehen. Ja, aber ich Wie weiß heißt nicht. die, das Mädchen nochmal, die, Nee. ja. Hitgirl spielt, keine Ahnung. Genau, auf jeden Fall spielt sie das Vampirmädchen, großartiger Film. Aha. Im Original sowie im Remake. Wollte ich nochmal gesagt haben. Das Let klingt Me In. spannend. Das finde ich Let Me gut. In oder So finster die Nacht. Beide Filme absolut empfehlenswert. Wann, so findest du den nach, von wann ist denn der dann? Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Tatsächlich weiß ich nicht mehr. Also so grob. Ne? Okay. Ist auch aus der Zeit, wo, wie ich gerade erzählt habe, wo ich mir meine Ah, okay. Nachbarn Tierisch viel abends mehrere reingezogen hast. angeguckt Ja. habe. Ja, klar. Dann, ich hatte diese Phase nämlich auch, so eine Horror- und Splatter-Filmphase, wo ich alles, was ich in die Hände gekriegt habe, mir angeguckt habe. Und auch da haben mich diverse Sachen verstört. Ich kann nur sagen, ich möchte auch nicht genau darüber eingehen. Mein Nachbar zeigte mir dann, ich weiß bis heute noch nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Ich glaube, ich will es auch gar nicht Cannibal wissen. Ferox. Nein. Matthäus? Und den weiß ich. Matthäus? Nee. Matthäus? Ach, ach Ma so, dieser französische Geht Film gar nicht. geht gar nicht. Ich Boah, musste mir Martyr geht gar danach, nicht. danach habe ich mir ein paar Stunden Muppets-Folgen von meiner Muppets-DVD angeguckt, um ein Boah, bisschen runterzukommen. Hab mich übelst krass verstört. ich hatte eine Zeit lang mal so ein bisschen die Filme von Kino Kontrovers so ein bisschen im Fokus. Da gibt es auch so ein paar Filme. Irreversibel zum Beispiel ist so einer. Mit Monica Bellucci. Ja, genau. Ja, Und auch geht gar nicht klar. Menschenfeind ist auch noch so Ach, einer. ihr Lars Gesehen. von Trier, Und ne? Ex-Drummer und so. Da sind alles so, da wollte ich dann irgendwann mal gucken. Ja, und das hat auch nicht, das weiß ich nicht, hat mich total verstört. So. Aber bei mir hört es auch schon bei Hostel, hört es auch schon auf. Ja, So. voll. Ja. Und Saw und so, ich habe da keine Böcke für. Ich bin da ganz raus. Also ich glaube, den ersten Saw, Der den kann erste man ja Saw ist sogar noch super, weil der einfach unter spannend Thriller ist. Ja, einordnen, aber genau. danach war es ja einfach nur Dann noch, ist das einfach nur ah, ekelhaft. wir müssen uns irgendwie ausdenken, wie der Typ jetzt auseinandergenommen wird. Und Und Cannibal das ist. Holocaust Ich finde auch jetzt mal, ich will jetzt hier nicht als Keine super Ahnung. extrem wirken, aber ich kann nicht verstehen, Aber wenn du den wie Leute Scheiße, sowas wenn du den Scheiße rausbringen findest, dann dürfen. bist du doch nicht extrem. Da geht's ja. Also ich meine. Nein, ich meine, wie kann man Leuten überhaupt, Leute, die sowas drehen, gibt Leute, die kommen für wenigere Sachen für eine Zeit lang ins Gefängnis. Ja, Tut mir leid, also aber sorry dieser für. Film ist halt wirklich. Ohne da jetzt. Oder Human Centipede und so eine Ja, Scheiße. nee, ist auch gar Da bin nicht ich meins. komplett raus. Ich liebe Horrorfilme. Ich liebe Horrorfilme, aber alles, aber es gibt halt so Aber Horror Sachen. und Torture sind halt Genau, eben das zwei Torture-Porn verschiedene. ist einfach nicht Bin meins. raus. Wobei ich tatsächlich bei Human Centipede finde, der ist so dermaßen lächerlich, dass das schon Ja, fast aber wieder es gibt halt witzig auch bei ist. Human Centipede 3, glaube ich, auch ganz üble Ja, okay. Vergewaltigungen. Niemand Okay.                                                                                                                            ││====││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 
die man, wenn man, Szenen und so, die man sich auch in der South Park-Folge angucken kann, ja. Um das zu kennen. Ist ja witzig, weil die das ja mit Apple, ja. Mit Apple kombinieren. Das ja dieses Anus an Mund zusammengenähte ist ja in der South Park-Folge. Das neue iPad. Sind ja die Nutzungsbedingungen für das neue iPad, wo jeder sofort okay drückt, weil er keinen Bock hat, das alles durchzulesen. Aber so, solche Geschichten, ich werfe nochmal ein, ganz kurz, Vampir-Geschichte nochmal in den Raum, wo ich echt Bock habe, mir die DVD-Box zu bestellen. Ich weiß, es ist cheesy, aber es hat auch eben 90er, Buffy, The Vampire Slayer. I love it. Sarah Michelle Gellar, wenn du das jetzt hier hörst. Es gibt keine Guilty Pleasures. Nicht für Buffy, nee, Buffy ist Buffy auch gut. Buffy, sehr gerne mit meiner Schwester geguckt. Hat auf jeden Fall Kult und Stil. War auch immer sehr lustig. Hat einen coolen Humor gehabt. Und geht weiter als Comic. Geht weiter als Comic. Habe ich auch mal gelesen. Genauso wie die Angel-Sachen. Angel bin ich raus. Da könnten wir ja jetzt eigentlich eine schöne Brücke schlagen zu dem völlig wasserstoffblonden Vampir in Buffy, der, ich glaube, Spike heißt. Und zu unserem wasserstoffblonden Vampir in Lost Boys, der... Wie heißt er nochmal? David. David Kiefer, heißt. Gespielt von Wir können sogar noch eine bessere Brücke schließen, weil ich habe es mir heute notiert, der Film The Lost Boys hat den Begriff Vamp Out erfunden, der in der Serie Buffy übernommen wurde. Ach. Guck mal. Ja. Sehr schön. Wundervolle Überleitung dann würde ich sagen, zu unserem eigentlichen Podcast-Thema. Nach einer Stunde. Nach wirklich 55 Minuten. Kommen wir zu The Lost Boys. Wird halt eine Folge mit Überlänge. Ja, ist auch okay. Also. Wir dürfen auch einfach mal viel quatschen. Michael and Sam have just moved to Santa Carla, California. They're about to discover its secret. Notice anything unusual about Santa Carla yet? No. It's a pretty cool place. If you're a Martian. Or a vampire. So where are you? The flying nun! I'm your brother, Sammy. Help me! Stay back! Stay back! What's happening to me, Star? Get yourself a good sharp stake. Drive it right through his heart. You're a vampire, Michael! My own brother, a damn blood-sucking vampire! Well, you wait till Mom finds out, buddy! When a vampire buys it, it's never a pretty sight. Michael, they're coming! Oh, shit! Lost Boys, darf ich quasi einleiten? Ja, gerne. Leite ein. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Würde man mir jetzt sagen, nenn mal deine drei Lieblingsfilme. Ich müsste sehr lange überlegen, aber The Lost Boys wäre auf jeden Fall sofort dabei. Ich liebe den Film. Ich kann noch nicht mal genau sagen, was der Grund ist. Ich habe den Film mit 13, 14 das erste Mal gesehen und ich habe die ganze Zeit überlegt, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Wie hieß der Nachfolger von Premiere? Ihr könnt euch doch bestimmt noch an Premiere erinnern. Das, was jetzt mittlerweile Sky ist. War das direkt danach Sky oder gab es dann nochmal ein Zwischending? Ich weiß, dass Premiere war früher der Hit, so wenn, ja. wenn du das hattest. Ach so, dass man das ja normal im Fernsehen verschlüsselt gesehen genau. hat. Ja, ja. Ja, stimmt. Ja, und ja. Irgendwann wurde das halt, ich weiß nicht, ob es dann Sky wurde, da habe ich den Film zum ersten Mal gesehen. Und ich hatte vorher immer viel darüber gelesen, weil ich hatte so ein Buch, so ein Horrorfilm-Lexikon, hat mir mal irgendjemand geschenkt. Arena? Arena, war das Arena? Ich weiß. Versuch's gerade herauszufinden. Ich sag, naja. Ich schmeiß es einfach mal. Es hat auf jeden Fall was mit Premiere zu tun. Oder halt Sky. Eins von beiden wird's gewesen sein. Dann wird Sky gewesen sein. Und da habe ich den Film zum ersten Mal gesehen und ich hatte mir den Film halt ganz, ganz anders vorgestellt. Ich war total überrascht über diesen komödiantischen Anteil in dem Film. Und ich kann nur sagen, wenn man den Film das erste Mal sieht, ich finde, der Film hat mit die geilste Intro-Sequenz aller Zeiten. Wenn halt dieser Flug übers Wasser kommt und der Song Cry Little Sister mit diesem Kinderchor, der direkt anfängt zu singen. Jedes Mal, wenn ich den Film heute noch sehe, kann ich das Gefühl, das ich damals hatte, als ich das erste Mal gesehen habe, sofort wieder abrufen. Und zwar... Was ist das? Das ist jetzt eine richtig fette Scheiße, die ich hier gucke. Eine richtig fette Scheiße. Das macht einen guten Film aus, ne? Absolut. Ja. Und
der Film wird einfach auch irgendwie immer besser beim Gucken. Ihr seht schon, ich bin sehr passioniert, was diesen Film macht. Ja, das ist schön. Das macht Sinn, dich als Gast in so einem Thema dann dabei zu haben. Ja. Ne? Weil für mich ist es zum Beispiel so, ich habe den jetzt, nachdem wir uns zusammengefunden haben, gesagt haben, hey, willst du nicht mal, oder du hast ja gesagt, ich würde gerne mal Gast sein, habe ich gedacht, ja klar. Und dann haben wir überlegt, welches Thema machen wir. Und als dann Lost Boys fiel, habe ich gesagt, jo, habe ich noch nicht gesehen. Du hattest den, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich kannte den gar nicht. Also ich kannte den Titel. Aber ich wusste nicht mal irgendwie junger Kiefer Sutherland oder so, wo ich dann schon gesagt hätte, ey, cool, das würde mich interessieren. Oder 80er, 90er, so Vampirgeschichte irgendwie. Und gerade so dieses so typisches Coming-of-Age-Teenie-Ding finde ich immer super. Und weiß wirklich Coming-of-Age ist es ja nicht, aber es ist so die Zeit quasi, ne, in der sowas stattfinden würde. Also wenn es kein Vampirfilm geworden wäre, wäre es wahrscheinlich ein Coming-of-Age-Titel gewesen. Ich meine, ich habe auch mal gelesen, dass das eigentlich mit Kindern hätte spielen sollen. Mhm. Kinder, die Vampire sind. Joel Schumacher aber meinte, ne, ich mache den Film nur, wenn das junge Erwachsene. Du Teenager noch. Genau. Das macht doch Sinn, weil die halt so richtig reckless and wild sind. So, ne? Ich meine, die hängen sich da an der Bahnschiene irgendwie so da drunter, wenn der Zug kommt, einfach nur um so mutprobenmäßig da so unterwegs zu sein, sind so, ne? Die sehen mega Szene, cool die auch glaube ich, danach sehr oft kopiert wurde. Echt? Einfach. Ja. Ich glaube auch, dass das so ein, ich glaube, dass das schon ein sehr bekannter Film ist, aber ich glaube nicht, dass er jetzt so einen Bekanntheitsgrad hat wie ein Stirb langsam. Einfach. Also der läuft halt regelmäßig auch im Fernsehen, gerne mal auch irgendwie abends so RTL2-Geschichten und so. Ich hatte mir den damals auf Blu-ray gekauft im Zuge meines Vorhabens, mir meine Lieblings-80er, 90er-Filme alle auf Blu-ray zuzulegen und dann, ich glaube, ich habe den sogar zusammen gekauft mit Fright Night. Mhm. So. Und das war noch die, da habe ich dir doch noch gezeigt, die waren noch ausgepreist bei mit 6,66 Euro. Mit 6,66 Euro. Fand ich noch mega witzig. Ja. Also ich mag den Film auch sehr, sehr gerne. Wollen wir einmal ganz kurz in den Cast erst, bevor wir in die Handlung gehen, wer da mitspielt? Ja, gerne. Oder wollen wir erst über die Musik sprechen, weil du ja jetzt gerade schon den Titelsong hattest? Nö, Musik können wir hinten dran stellen, finde ich. Ich glaube, das ist auch einfach ein, also bis auf den Song Cradle Sister von Gerard McMahon, war es da? Werde ich da, also ich glaube, die Soundtrack ist halt von Thomas Newman komponiert, der halt auch später die Musik zu American Beauty und so gemacht hat, aber das hört man in dem Film, also den Stil von ihm, von ihm hört man jetzt zweimal auch in dem Film noch nicht wirklich raus. Genau. Also man sieht jetzt, man hört nicht die Musik in Lost Boys, hat direkt diese wehende Tüte aus American Beauty im Kopf. Nee, ist ja auch, ne, das wäre ja auch irgendwie unpassend. Okay. Ich mein, aber du hast ja schon vorhin erzählt, er hat sowieso seinen Stil so ein bisschen geändert. Ich finde schon, also ich für mich glaube, ihn auch immer relativ oft sehr schnell raushören zu können in Filmen. Ich bin aber auch wirklich ein großer Fan von Thomas Newman, der übrigens auch die Musik zu Die Verurteilten gemacht hat. Ah. Der auch unglaublich, unglaublich wunderschöne Musik hat. Ganz kurz, Regisseur Joel Schumacher. Was hat Joel Schumacher noch gemacht? Lass uns mal ganz kurz gucken. Patrick, du hast vorhin schon ein paar Sachen genannt, ne? Flatliners, super Film, auch mit Kiefer Sutherland. Falling Down, hattest du gesagt? Falling Down, ja, auch ein Sensation. Übrigens, auch der wird den Podcast niemals hören, aber schöne Grüße an meinen Vater. Ich habe gedacht, du sagst jetzt schöne Grüße an Michael Douglas. Ja. Der mein Vater ist, eigentlich. Dessen Lieblingsfilm Falling Down ist und der lange Zeit sehr gestresst war von seiner Arbeit und gesagt hat, irgendwann mache ich wie Michael Douglas. Die Fans. Dreh ich durch. Ne? Ist er der Antagonist oder ist er, jedes Mal, wenn ich den Film gucke, denke ich, ist er der Held oder ist er der Antagonist? Ist er so gemacht worden? Oder? Aber das Gefühl kenne ich. Also das Gefühl, was er durchlebt, habe ich auch schon mal. Ja, ich glaube. Kennst du das? Ja. Mit Deutscher Bahn hin und her und so, und dann denkst du, boah, Menschen und so. Also ich meine, er schlendert ja auch in dem Film eigentlich von einer Konfrontation in die nächste, aber die er irgendwie gar nicht auslöst. Er will ja eigentlich nur nach Hause. Ja, und er will auch, er will auch nur frühstücken. Er will nur frühstücken. So. Aber das solltet ihr vielleicht in einem Podcast über Falling Down besprechen. Das ist korrekt, ja. Der Klient hat dann noch gemacht, die Jury, Batman Forever, Batman und Robin, 8mm hattest du gerade noch einmal angeschnitten. Auch ich, super. Ich mache jetzt nur die Sachen, die ich kenne. Ja, nur die bekannten vielleicht. Nicht auflegen. Ist doch, den fand ich super. War doch, glaube ich, Spoiler-Alarm, aber den müsste ja auch mittlerweile jeder gesehen haben, die Stimme am Telefon auch, Kiefer Sutherland. Ja, richtig. Ansonsten, beziehungsweise er kommt ja sogar in einer Szene ganz kurz vor am Ende, ne? Du kannst ihn ganz kurz sehen. Ich kenne ja nicht mehr von, ich bin da auch nicht immer der Beste, was so Filme angeht.
Nö, ja, ach, ich meine, reicht ja auch. Ne? Ja. Ist ja okay, mal zu wissen, was das so gibt. Also so grob. Ich finde das immer spannend, ne? Was hat er sonst noch gemacht? Und dann irgendwie so, ah ja, das macht total Sinn, weil das Feeling in dem Film ist genauso oder so. Aber gut, ja, okay. Genau, Thomas Newman, haben wir schon gesagt, Musik. Genau, und dann würde ich sagen, springen wir mal rüber zum Obervampir. David, gespielt von Kiefer Sutherland. Aka Jack Bauer. Aka Jack Bauer, eigentlich ist das seine bekannteste Rolle, müsste man sagen, ne? Doch. Schon, glaube ich. Ist 24 oder was? Ja, genau. 24. Habe ich nie gesehen, ne? Habe ich gesehen. Fand also ich ersten, ziemlich gut. Die ersten zwei, drei Staffeln sind wahnsinnig spannend und unglaublich gut. Und dann wird es und dann irgendwann richtig lächerlich. Ja. Okay. Aber die Figur von Jack Bauer ist halt immer cool. Der ist schon cool, ja. Okay. Ich glaube, ich bin ausgestiegen in der Staffel, also die habe ich noch geguckt, aber danach habe ich gedacht, was ist das denn? Wo er mit Absicht heroinsüchtig geworden ist, ja, um so einen Drogenring auffliegen zu lassen. Genau, ich erinnere mich. Das war sogar, glaube ich, die dritte Staffel. Ja, ich glaube auch. Wo es um ein Killer-Virus ging. Einfach nur lächerlich. Ey. Ich habe mir auch irgendwann gedacht so, ja gut, also können Sie jetzt auch mal was anderes ausdenken als Terrorangriffe? Aber zum Beispiel, wie wäre es, wenn er einfach mal einen Mord aufklärt in 24 Stunden? Genau. Aber gut. Trotzdem. Wahrscheinlich zu langweilig. Sehr guter Schauspieler. Ja. Leider ein bisschen, seitdem man nicht mehr die Rolle von Jack Bauer hat, hört man auch nicht mehr so viel. Nee, nicht von wirklich. Ihm. Nee. Ist jetzt Country-Sänger übrigens. Ja, ernsthaft? Ist der, da ist er. Guck mal an. Mit Hut und Gitarre. Hat in Köln, quasi, als er in Köln gespielt hat, hat sich tagsüber mit seinem Gitarristen auf die Domplatte gespielt. Gitarrenkoffer auf und hat einfach gezockt und jeder konnte ihn und ihn begrüßen also und ich mein, Fotos mit ihm machen. Ich meine, Kiefer Sutherland ist ja jetzt nicht, gehört er jetzt nicht mehr zu der A-Riege der Hollywood-Schauspieler. Nein, das nicht, aber ich finde es trotzdem find ich cool. Find's trotzdem cool, dass er sich da nicht irgendwie zu fein ist. Ich würde ihn auch gar nicht erkennen heute. Also wenn ich ihn heute sehen würde und er würde in Köln an mir vorbeilaufen, würde ich nur, keine Ahnung, irgendein Typ doch, halt. Nicht. Ich finde auch, jetzt Film, mag ich auch. Filmisch gesehen, gute deutsche Synchronstimme. Weiß ich auch nicht so richtig. Also so richtig, richtig haut mich hier eigentlich nichts vom Hocker, was der so gemacht hat, außer jetzt. Ja, deswegen habe ich auch gerade gesagt, 24 eigentlich so mit einer der größeren Sachen. Sonst habe ich. Flatliners nie gesehen? Flatliners habe ich nie gesehen. Dann ich sehe gerade, er hat bei Zoolander 2, das ist wahrscheinlich auch, das ist ja auch schon so. Ja, ja, aber dann in so einem Film machst du halt dann irgendwann auch mal mit, da denkst du auch, okay, was ist denn da passiert mit deiner Karriere, dass du bei sowas mitmachst. Aber er hat auch, glaube ich, nach Flatliners in Spurlos verschwunden mit Jeff Bridges und ich glaube, Sandra Bullock, Julia Roberts mitgespielt. Er hat offensichtlich irgendeine Tonspur in Metal Gear Solid 5. Er ist die Stimme von Snake in The Phantom Pain. Ach, ehrlich? Ach, wird man auch sofort hören, ach, wenn man es anmacht. Dann hat er bei Marmaduke mitgespielt. Also er hat die Hauptrolle in dem Spiel. Cool. Bei Marmaduke hat er mitgespielt. Hat den einer gesehen? Das ist so peinlich, dass ich den gesehen habe. Aber ich als Hundebesitzer. Marmaduke sagt mir irgendwas. Es ist so ein ganz, ist auch so ein Feelgood. Film, einfach da spielt er halt so ein Familienvater und die haben halt so eine riesen Dogge und die Dogge heißt Marmaduke und kann sprechen. Das ist halt so ein Kinderfilm irgendwie, aber ich als Hundebesitzer habe den gesehen, den fand ich irgendwie lustig. Ist eigentlich peinlich, dass ich das jetzt hier so sage. Ich liebe Deutsch Dogge, ich hätte gerne Deutsch Dogge. Ich mag englische Bulldoggen. Aber da sind wir. Eine Frage der Ehre. Twin Peaks, der Film, drei Musketiere. Ich habe, also ich sag mal, die Jury. Twin Peaks hat da so einen Autopsie-Typen oder irgendwie aus der Gerichtsmedizin gespielt. Also ich würde jetzt mal einfach ganz, ganz frech behaupten, The Lost Boys und Stand By Me sind die einzigen Filme, die für mich jetzt relevant sind, was meinen Geschmack angeht, hinsichtlich Kiefer Sutherland. Dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, dir Flatliners anzusehen. Okay. Könnte dir wirklich gefallen. Auch noch mit Kevin Bacon dabei. Kevin Bacon mag ich auch gerne. Wie gesagt, Julia Roberts. Oh, ich bin so vegan, ich gucke mir keine Kevin Bacon Filme an. Nee, guter Film. Sehr guter Film. Kann man, würden jetzt manche Leute auch als Horrorfilm bezeichnen, finde ich gar nicht. Flatliners? Ja. Guck mal, ob ich den irgendwo kriege. Ja. Ich habe mir den auch irgendwie vor ein paar Jahren auf Blu-ray für 7-8 Euro gekauft. Guck ich mal. Kiefer Sutherland als David, ohne Scheiß, in meinen Augen einer der coolsten Vampire, die ich so gesehen habe. Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere den Style ein bisschen ab. Total. Ich finde seinen komischen wasserstoffblond gefärbten Fukuhila, den er hat und seinen Mantel und sein Gesicht und so. Ich finde den super in der Rolle. Die sehen absolut, alle aus, als absolut, ob das so eine, also die ganze, genau, als ob das so eine Hair-Metal-Band wäre. Aber ich finde ihn extrem richtig geil. Er strahlt auch so eine Mischung aus cooler Typ, aber auch so eine gewisse Aggressivität hat er so durch seinen, ne, die ist so der ungebändigte Typ. Und der ist der Chef so, das wird direkt klar. Ne? Ja. Also sensationelle Rolle.
Es wird ja auch quasi in der Szene, wo, wo ich gerade von dem Vorspann gesprochen habe, wenn die in diesem Karussell laufen, es wird ja auch einfach direkt klar. Direkt Beef suchen, dass der, auch mit so anderen, ja, genau, Typen, dass, ne, der einfach auf der Suche ist, ordentlich Stress anzufangen. Der will Stress anfangen, der Kollege, ja. Ah, ich, und dann, dann ist ja danach die Szene, wo, wo das, das Autodach abgerissen wird und die zwei, genau, das und Pärchen vorher, rausgezogen wird. Vorher jagen sie ja noch den, den, den Sicherheitsmann. Und das finde ich super, dass man, selbstverständlich wird man das aus Budgetgründen gemacht haben, dass man sie nie fliegen sieht, sondern aber nur hört. Kommt gut. Aber das ist super. Das, das ist cool. Kommt richtig gut. Ja, ja. Anders wie bei Jessica Jones, wo man es nicht gesehen hat, aber es einfach immer lächerlich gewirkt hat. Ja. Ja. Ich habe sie gesehen, die Staffel war nicht gut. Man hat immer nur gesehen, wie die aus der Tür gesprungen ist, dann ist sie angeblich geflogen. Okay. Lächerlich, aber in The Lost Boys einfach mega geil. Ja, kriegt unglaubliche Atmosphäre dabei. Dazu stimmt. Nächster Kollege, Corey Haim. Corey Haim, einer von diesen Jungstars in den 80ern, 90ern. Genau, also. Ist es der kleine Bruder? Es ist der kleine Bruder. Also es geht ja um diese Familie, damit wir mal so ein bisschen einen Rahmen schaffen, um diese Familie, die nach Santa Cruz zieht. Mutter, älterer Bruder, jüngerer Bruder. Ja, auf die Handlung können wir ja gleich nochmal kurz, aber es ist der kleinere Bruder. Der auch die ganze Zeit mit so einem geilen, mit so einer geilen mit so Jacke mit Schulterpolstern, ja, rumläuft. Das, genau. Das hat er mir sofort gesagt. Das war das Erste, was Dennis mir zu dem Film gesagt hat. Da ging es gar nicht um Vampire, sondern das Erste, was er gesagt hat, ist, ich muss diese Jacke haben. Die Mode, ja, und dieser Typ. Und das Zweite war, der Saxophonist war. Boah, Alter. Und dann kam man dieser muskulöse... Den spielt der nicht wieder vor einer brennenden Mülltonne? Ich glaube, also der spielt ja live da an diesem Strand. Ja, und ja, immer, kann sein, in jedem 8 Jahre. Aber über den sollten wir gleich auch nochmal einzeln. Aber das war's. Alter, das sieht aus von Chippendales. Ich habe den Film geguckt und das Erste war, was ist denn das für eine Mode? Wie sieht denn der Junge aus? Und wer ist denn der Saxophonist? Ehrlich. Also ich nicht mal so, was ist das für eine Mode, sondern einfach wie geil. Ja. Weil das ist die hundertprozentige Symbiose. Und so auf der Spitze, wo die beiden modischen Merkmale, so Hauptmerkmale der 80er und 90er Jahre Moden zusammengetroffen sind, bevor es dann in die 90er gerutscht ist und alle angefangen haben, scheiße auszusehen. Aber so Anfang 90er, wie die ausgesehen haben, diese Muster, so die ganzen Muster, die die getragen haben, dann Schulterpolster, diese alles langen Mäntel, die Fokuhilas, alles zusammengemischt. Ja. Jeder, diese ganzen komischen Ohrringe, die die coolen Jungs auch tragen und so, ne? Und mit oder was die für Klamotten, einer Selbstsicherheit die einfach. Frauen, ja, ja, genau, ne? Alle, wie die ausgesehen haben, Hammer. Ja, Corey Haim, leider schon tot. 2011 gestorben. Nee, 2010? 2010? Ich dachte 2011. 2010 gestorben, 71 geboren, bedeutet 39 Jahre alt geworden, also nicht allzu lange. Ich glaube, nach langer Drogensucht, ich glaube, da ging es um Kokain und Heroin. Ja, irgendwie zusammen sowas mit Corey Feldman, über den wir ja gleich auch noch sprechen. Das ging ja, war das nicht auch so, nee, River Phoenix, der andere... jugendliche Schauspieler ist, glaube ich, bei einem Autounfall gestorben. Ja. Das war nichts mit Drogen, glaube ich. Und ich kann hier ehrlich gesagt, auch wenn ich mir die Filmliste mal angucke, außer The Lost Boys, auch nicht viel. Ich kenne den auch gar nicht. Einen guten, ja, Film habe ich, der sehr trashig ist, aber trotzdem, ja, Spaß macht. Der Werwolf von Tucker Mills. Habe ich gerade hier. Verfilmung von einer Stephen King Kurzgeschichte. Er spielt einen Jungen in einem Rollstuhl und ist irgendwie in so einer Kleinstadt, 85 ist das, wo ein Werwolf sein Unwesen treibt, mhm, und keiner will ihm glauben und er macht sich dann quasi so auf die Jagd nach diesem Werwolf, wird dabei unterstützt von seinem leicht alkoholabhängigen Onkel, gespielt von Gary Busey. Super Film. Finde ich natürlich nicht auf dem gleichen Level wie ein American Werewolf, aber verdammt guter Werwolf-Film. Mhm. Auch schön blutig, aber dieses schöne 80er Jahre blutig, schon drüber. Sehr, sehr guter Film. Gucke ich immer wieder gerne. Habe ich damals auch auf Sky übrigens gesehen. Ich glaube auch quasi auf demselben Sender, wo ich dann auch The Lost Boys gesehen habe. Also ich habe jetzt nochmal hier so ein bisschen durch. The Lost Boys 2 nochmal. Irgendwann wahrscheinlich nochmal versucht, ein bisschen Kohle zu verdienen. Und Crank 2 habe ich leider auch gesehen. Ja, Lost Boys 2 gibt es für mich nicht. Ganz viele, existiert nicht. Ganz viele Filme, von denen ich keinen kenne. Daddy's Cadillac habe ich mal im Sommer auf Netflix angefangen. Konnte ich nicht zu Ende gucken, ich glaube, war mir einfach zu blöd. Ich glaube, Corey Haim ist so einer, der hatte da mal so ein bisschen Erfolg und konnte da nie so wirklich dran anknüpfen. Das ist das Macaulay-Culkin-Syndrom. Macaulay-Culkin könnte man auch fast noch mit in diese Riege nehmen, ne? Ich hoffe, dass Quentin Tarantino den einfach mal irgendwann nimmt.
damit er einfach wieder damit auf die wieder, Beine kommt. Ja, weil das ist ja der Effekt, wenn Quentin Tarantino einnimmt, ist dasselbe hoffe ich auf mit Nicolas Cage. Der ist jetzt aber auch mit Mandy geschafft. Oh, nee, Nicolas Cage brauche ich nicht. Doch, ja, ich habe Mandy super. Noch nicht gesehen. Muss ich unbedingt machen. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz zu Jason Patrick springen. Das ist ja der große Bruder in dem Film. Den kennst du vielleicht, lass mich mal ganz kurz gucken, den kennst du vielleicht Sleepers. Aus Sleepers, ganz genau. Und der hat auch später nochmal bei Speed 2 Cruise Control mitgespielt. Ja. Das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber bei Sleepers hat er mitgespielt. Ja. Und bei Sleepers, als ich das gelesen habe, habe ich so kurz gedacht, das ist doch irgendwie schon, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber das ist doch irgendwie schon schicksalhaft so. Weil bei Sleepers geht es ja, bei Sleepers geht es ja darum, dass... Ne? Kiefer Sutherland ist bei Sleepers, glaube ich, nicht dabei. Nein, Kevin Bacon. Kevin Bacon. Da habe ich so gedacht, bei Sleepers geht es ja darum, dass diese Gruppe von Jugendlichen in diesen Strafvollzug oder in diesen Jugendknast muss und da von diesen Wärtern auch sexuell missbraucht wird. Und ja. Das ist ja im Grunde das, also nicht das Schicksal, aber dieser sexuelle Missbrauch ist ja zwei Schauspielern aus diesem Film, nämlich Corey Haim und Corey Feldman, ja genau so passiert. Genau, und der Corey Feldman... Also, das ist doch fies, oder? Das ist doch... Weißt du so, was ich meine? Ja, aber haben die die Rolle dann vielleicht angenommen, um das zu verarbeiten? Oder nein, die sind da nicht aufmerksam. Ja, die beiden spielen nicht damit, sondern nur der. Aber dieses Thema ist dann in diesem Film, ja. Und aber es ist aber auch so in der Realität, scheint es zu der Zeit ja auch ein reelles Thema gewesen zu sein. Dazu, zu weißt Sleepers gibt es ja auch, ist ja auch ein autobiografischer Film, ja. Wobei aber irgendwie mal. In Frage gestellt wurde, ob das stimmt, weil man nirgendwo beweisen konnte, ja. Dass der Autor sich in dieser in irgendeiner Form von Jugendanstalt aufgehalten hat. Ja. Aber ja, gut, trotzdem ein sehr wichtiger Film, der trotzdem, ne? auf ein unfassbar wichtiges Thema aufmerksam macht. Ja, ja, das stimmt. Ich dachte jetzt nur, dass das war dann so, weil dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Und dann bist du halt von Lost Boys irgendwie zu Sleepers gekommen und bist dann, wenn du bei Google bist, schnell in diesem Corey Feldman, Corey Haim Missbrauchsthema, was ja schon vor Harvey Weinstein schon eigentlich ein Thema war. So, ne? Genau, so, klar, heute, immer. Da war ich auf ein paar fiesen, also heißt fiese, war auf ein paar Seiten, wo ich ein paar fiese Stories halt so gelesen habe, wo es dann halt darum ging, dass Corey Feldman und Corey Haim halt auch wohl offensichtlich davon von Mann zu Mann weitergereicht worden ist, wie eine Ware irgendwie. Ja, Corey Feldman erzählt das ja heute noch in Interviews regelmäßig und trotzdem hat es halt immer wieder so diesen Anschein, dass dem keiner wirklich zuhört, dass das keinen so wirklich auch interessiert. Auch Charlie Sheen ist da mit im Gespräch irgendwie. Das habe ich auch mal irgendwie gelesen, dass er, also Corey Feldman hat halt erzählt, dass er während dieses Karrierebooms, dass er halt relativ oft auch von anderen Prominenten sexuell missbraucht wurde. Ja. Und dass er halt, wie du gerade gesagt hast, weitergereicht wurde von Typ zu Typ. Und das aber alles so... Wie so ein Netzwerk war das. Genau. So von mächtigen Männern. Und, also da, wenn man da so ein bisschen recherchiert, kommt man da auch irgendwie von dem Film schnell weg in diese Geschichte. Deswegen, lass uns weiterziehen. Heftig. Zu... Ja, Diane West ist die Mutter, interessiert uns nicht. Corey Feldman. Über Corey Feldman sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz die Filmografie vielleicht nochmal angucken. Da sind ein paar ganz gute Sachen dabei, oder? Auf jeden Fall. Stand by Me. Ja. Wo der halt auch einen Jungen mit dieser Brandverletzung im Gesicht, glaube ich, spielt. Gremlins? Gremlins. Ja. Ja. Spielt da mit. Er spielt irgendwie immer so diese Nachbarsjungenrolle. So ich finde bisschen. Auch, wenn er, also das... Das ist halt ich so, finde das Gesicht und der ganze Typ... ist einfach so ein, es ist so ein Kinderschauspieler, den ich mir, naja, wo ich mir auch, den kann ich mir vielleicht in anderen Rollen vorstellen, aber das strahlt ja so aus, ne? Stand by Me haben wir schon gesagt, glaube ich, ne? Daddy's Cadillac, hattest du gerade schon mal gesagt. Die Goonies. Wo auch, er sich einfach die ganze Zeit am Campen ist, immer auch, wieder in auch Film. Gut, ja. Und auch einer meiner Favorites, meine teuflische Nachbar mit Tom Hanks, im Original, ganz anderer Titel, The Blurbs. Auch nicht schlecht. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz. Ich hatte auch in zwei Folgen sag doch mal schnell, Married with Children. Eine schrecklich nette Familie mitgespielt, habe ich gerade nochmal, aber das scheint wohl schon zum Karriereende zu sein. Aber da sind so, ne, die Goonies, Gremlins, das sind so die. Ja, er hat nachher noch in so dummen Teenie-Komödien mitgespielt, was aber auch nicht mal ansatzweise gute Filme waren. Ich habe ja noch The Crow, die Serie. Boah, die war auch echt nicht gut, ne?
da darf man auch gar nicht drüber sprechen. Nee. Ich glaube, er hat nochmal versucht, irgendwie Fuß zu fassen, indem er in Lost Boys 2 mitgespielt hat. Und Lost Boys 3, The existieren First. Für mich einfach nicht. 2010 nicht. Haben die nochmal in Lost Boys veröffentlicht. Das ist aber Direct-to-DVD-Veröffentlichung gewesen. Ja, du kannst ja fast immer vergessen. Und existiert für mich einfach nicht. Hat wohl offensichtlich eine Sprechrolle. Habe ich auch nicht gesehen. Gucke ich mir auch nicht an. Eine Sprechrolle bei Teenage Mutant Ninja Turtles seit 2013. Der spricht tatsächlich Michelangelo in dem Turtles-Film von 1991. Ach, hör auf. Ist kein Ey, was du für ein Gehör hast für solche Sachen. Wieso? Nein, das kann man nachlesen. Ja, aber ich hab's ja nicht gelesen. So. Ich als großer Turtle, ich wusste das nicht. Der spricht den Michelangelo. Okay. Kann auch sein, dass es Donatello ist, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Er spricht einen der Turtles im ersten und ich glaube sogar im zweiten Teil. Okay. Dann, Also in Teenage Mutant Ninja Turtles und in Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Secret of Ooze. Ja, glaube ich. Mit meinen Lieblingsfilmen, Michelangelo ist mein Lieblingsturtle. Ich hab keine Ahnung, hab's nicht gehört. Für mich, also ich bin. Ja, nee, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich liebe den ersten, aber da hört es leider auch schon für aber mich ich finde, auf. Aber ich finde, du fixierst, also weißt du, fixierst, aber du hast ein gutes Gehör für sowas wahrscheinlich einfach, ne? Aber schon als Kind. Ich konnte auch als Kind immer gut irgendwie, meiner Meinung nach, Stimmen nach. Stimme ist tatsächlich, imitieren könnte ich nicht, aber ich konnte die auch immer zuordnen. Ja. Ich konnte immer sagen, Moment mal eben, das ist die Stimme von dem und dem aus der und der Serie. Ja. Das konnte ich auch schon als Kind so. Stimme zum Beispiel. Ist für mich cool oder nicht? Ey, der nächste ist der Knaller, James Newlander. Das ist ja der zweite Vampirjäger. Und wenn du da die Filmografie anguckst, hat er einfach original nur 6 Filme gedreht in seinem ganzen Leben. Ja, vielleicht hat er gemerkt, dass von 87 bis 2000. Darunter ist halt Lost Boys, Lost Boys 2 und Lost Boys 3 The Thirst. Also 3 von den 6 Filmen sind halt Lost Boys. Und dann hat er noch mitgespielt bei Der Blob, sensationeller Horrorfilm. Rooster kenne ich nicht und Room Service, also offensichtlich. Ah, das ist doch das. Wird aber angegeben als US-amerikanischer Schauspieler. Du bist dann einfach für den Rest des Lebens immer der Typ, der in The Lost Boys mitgespielt hat. Ja. So, als wenn du irgendwie so der erste Drummer von Metallica warst, bevor die auch nur ansatzweise irgendwie berühmt waren. Immer, ja, ich war mal der Drummer von Metallica. Ja. Vor ja. Lars Ulrich. Oder als wenn du einfach Mark Hamill bist und einfach dich keiner mehr nimmt, weil du halt Luke Skywalker bist. So. Ja, wobei Mark Hamill hat ja ganz viele Joker gemacht. Ja, der beste Joker. Ja, ja. Stimmlich. Der stimmlich, beste Joker aber überhaupt. Spielerisch ist halt so eine. Ja, das stimmt. Ist halt schwierig. Meine Frau guckt gerne Criminal Minds. Ja, aber halt nicht, also vor der Kamera gestanden hat er ja nicht mehr. Weil nicht mehr viel. Das ist, weißt du, was das Gleiche ist, wo ich mir das immer denke? Das denke ich mir immer bei diesem, ich weiß nicht, wie heißt der, Jim Parsons oder was, Sheldon Cooper? Ich habe den noch nicht in so vielen gesehen, außer Sheldon Cooper. Ich habe den auch noch nirgendwo gesehen, aber ich kann den mir auch nirgendwo vorstellen, in irgendeiner anderen Serie. Der spielt bei Garden State mit dem Film von Zach Braff. Boah, der ist so fürchterlich schlimm. Ja, der ist nicht gut, der Film. Der ist so gewollt, ne? Der ist so ganz generisch, gewollt, arzi-fazi, so deep. Der ist so ganz, ganz ja, aufgesetzt. Möchte er deep. Sein, ja. Und Das ist immer für so Leute, die Studenten, die sind Hüte tragen. Dann, und auf dem Rennrad durch Köln fahren. Vinylplatten sammeln, Vinylplatten sammeln einfach cool ist, nicht weil man das wegen der Musik und die dann so Pseudo-Deep-Zeug irgendwie. Oh, Zac Efron ist so deep. Mit seinen Filmen. Da sind wir doch wieder bei Ted Bundy mit Zac Efron. Der macht doch jetzt in der Verfilmung macht er doch den Ted Bundy. Ja, finde ich aber cool, weil das mal eine Möglichkeit für ihn ist, mal was ganz anderes zu spielen. Wie der. Heftig. Der einzige Schauspieler, den ich noch interessant finde, ist Edward Herrmann. Und zwar ist er. Weil der Gilmore Girls gespielt hat. Genau, der Max. Wollte ich gerade vor. Genau, also der spielt ja im der Vater. Der Opa. Also, ja, nee, bei Gilmore Girls spielt er den Vater von der Lorelei, genau. Oder den Opa von der Rory. Und bei Lost Boys spielt er halt diesen Max, diesen Video Rental Store Besitzer, den die Mutter der beiden Jungs da kennenlernt und die gehen ja dann irgendwie auch aus und so weiter und ja. Der ist ja im Endeffekt ist der der Vampir Obermufti und ja, sehr, sehr witzig, als wir den gesehen haben, den Film, haben wir gesagt, das ist ja hier von den Gilmore Girls. Ah. Ich finde, über Alex Winter sollten wir schon noch kurz sprechen, der, oder? Der in Bill und Ted mitgespielt genau. hat. Genau. Wäre jetzt alles, mehr wollte ich ja jetzt. Soll ja auch ein dritter Teil irgendwie gucken. Habe ich jetzt gelesen. Ich wollte ja jetzt eigentlich an der Stelle nur sagen, dass er halt Bill von Bill und Ted ist. König der Sülznasen, Bill S. Preston. Hoshi. Hoshi, volle Kanne Hoshi. Volle Kanne Hoshi. So.
Das Leben ist bunt und granatenstark. Ich kann mir Keanu Reeves jetzt einfach nicht mehr vorstellen. Alex Winter finde ich schon wichtig, ne? Weil der halt auch im Grunde diese Teenie-Rolle halt nur spielt. Ne? Von mehr kennt man den halt auch nicht. Oder ich kenne ihn zumindest nirgendwo. Ne? Außer jetzt Bill und Ted und dann The Lost Boys, Bill und Ted 2. Ja, und das war's auch, ne? Irgendwie Bones und Bones, die Knochenjägerin. So Quatsch, irgendwie. Mehr kenne ich halt auch nicht. Aber den würde ich halt gern noch erwähnen, weil ich Bill und Ted auch sehr gerne mag. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass der Film nicht dafür gesorgt hat, dass alle Schauspieler eine blendende Karriere hingelegt haben. Nee, das kann man auf jeden Fall mit Fug und Recht behaupten, ja. Außer vielleicht, nee, mein Kiefer Sutherland, obwohl war so seine zweite große Rolle, glaube ich. Davor halt Stand By Me und der hat jetzt aber auch nicht so, ich finde, so einen Run gehabt wie ein Arnold Schwarzenegger. Nein, oder Stallone oder was weiß ich, Mel Gibson oder wie sie alle heißen. Also Kiefer Sutherland weiß ich gar nicht. Habe ich nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Aber wie gesagt, schauspielerisch hat der Film auf jeden Fall keinem sehr nach vorne geholfen, glaube ich. War auf jeden Fall keine Oscar-reife Darstellung. Obwohl, wie gesagt, Kiefer Sutherland einfach der geilste Typ in diesem Film ist. Der hat so ein bisschen den Effekt, den John Bender in der Frühstücksclub hat. Ja, man ja. guckt sich den an, so vom Style und denkt, ich möchte einfach so sein. Ja, ich finde den unheimlich geil. Ne? Und wenn ich jetzt so überlege, dass wir ja gerade auch über Buffy gesprochen haben, Spike. Über Spike, das der ist ja eigentlich eine Kopie, ne? Also mit seinem Ledermantel. Glaube ich, mit ganz, wäre ich vorhin auch nochmal drauf gekommen. Mit seinen, bin ich ganz fest von überzeugt. Mit seinen wasserstoffblonden Haaren und so. Das ist, Aber ich finde, er ist der Einzige, der wirklich mit einem, was hat der, Mini-Pli? Ich glaube, das ist ein Fukuhila, ja, halt. Fukuhila. Aber es ist halt so, es gibt ja verschiedene Formen von Fukuhila. Also vorne, also man kann halt ganz kurz haben und hinten ganz lang oder halt auch so Mittelstufen. So. Er ist ja oben so ein bisschen Igelschnitt, genau, hat man früher ein bisschen, gesagt. Bisschen hoch tupiert. Ne, und im Nacken lang. Ne? Igelschnitt vorne und im Nacken lang. Aber ich finde, die Frisur könnte man heute noch cool tragen, wenn man selbstbewusst macht. Wenn man so aussieht wie Kiefer Sutherland damals mit, was war der, Anfang 20? Anfang, Mitte 20, ja. Dann kann man das gut machen. Aber ich muss sagen, hier... Dennis, du kommst genau richtig, wir sprechen über Frisuren. Der vorne Michael, kurz, Michael Darsteller sieht aber auch einfach mal mega cool. Die sehen alle gut aus. Alle. Der Star sieht gut aus. Also es ist ein sehr schöner Cast. Sehr schöne Menschen sind das. Auf jeden Fall zieht, um nochmal auf die Handlung zu kommen, die Mutter zieht halt mit ihren beiden Söhnen. Michael ist der etwas Ältere, der auch so ein bisschen, der möchte so ein bisschen so sein eigenes Ding von vornherein durchziehen. Und dann hat er noch seinen jüngeren Bruder. Und beide ziehen, glaube ich, von der Großstadt. Ich glaube, das wird nicht so, wird nur kurz angerissen. Es wird, glaube ich, auch gesagt, das ist eine Scheidung, ist gerade genau. da. Und sie hat sich schlechter gestellt mit der Scheidung. Sie hat weniger Geld und muss zu ihrem Vater ziehen. Genau. Und der wohnt in Santa Monica oder Santa Cruz? Santa Cruz heißt der Ort. Und das ist, direkt sieht man schon am Anfang, dass da super viele Vermissten-Schilder hängen von Leuten, die vermisst werden. Und ihr Vater, zu dem die ziehen, der ist ein bisschen... Ja, ich glaube, der ist auch so ein bisschen der Comic Relief in dem Film. Er wird so als so ein bisschen lächerlich und strubbelig dargestellt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie schon von vornherein irgendwelche Anspielungen macht. Genau, der sagt irgendwie, dass Santa Cruz die Mörderhauptstadt von Amerika ist, weil da so viele Leute verschwinden. Auf jeden Fall... versuchen die sich dann da halt einzuleben und sind dann abends an diesem Ort, ist halt so ein, was ist das, ein Vergnügungspark nicht, oder so eine Kirmes, die da fest installiert ist. Das ist ein klassischer Boardwalk, ne? So, genau, so ein Boardwalk. Atlanta und so weiter kennst. Und ich würde gerne, dass der Dennis mal ganz kurz beschreibt, was da passiert, weil ich glaube, das ist eine Szene, die hat den Dennis schwer mitgenommen, als er diesen Film gesehen hat und mir geschrieben hat, was ist der für ein Saxophonist, der nackend mit Muskeln vor so einer Mülltonne spielt. Ja, ich weiß nicht, wie du dir das vorgestellt hast, was ich da so dabei gefühlt habe. Ja, ich habe keine Ahnung, aber du warst so begeistert einfach. Ich war jetzt nicht so irre geschockt oder das so. Das war das aber Erste, war halt was die Sarah auch gesagt ja. hat. So. Ja, ja, klar. Der spielt da nackend vor. Ja, aber das war ja auch das Geilste überhaupt. Ja. Ey, dieser Typ. Die Jungs, die laufen da ja lang, weil die ziehen da nochmal hin. Und dann abends irgendwie wollen die Jungs mal gucken, ja, was ist denn das hier für eine Stadt? Was gibt es denn hier? Was kann man denn hier machen?
dann laufen die da rum, dann sehen die diesen Videostore und laufen da ein bisschen weiter lang. Das ist halt wie so ein klassischer Boardwalk, ne? Also am Strand quasi, wie so eine Einkaufspassage am Strand, aber die ist halt dann auf so einer Bretter, auf so einem Steg quasi, auf so einem Holzsteg errichtet am Strand, sodass du dann von deinen Geschäften aus, wo du dein Eis essen kannst, so weit, kannst du schön aufs Meer gucken und so, so richtig, richtig touristisch. Promenade so. Genau, so eine richtige Strandpromenade. So, und dann laufen die ja lang, ist halt schon Abend, ne, und alle sehen aus wie die Paradiesvögel. Ich weiß nicht, Santa Cruz, was ist das? Florida oder was? Oder? Ich glaube Florida, irgendwas. Keine Ahnung, irgendwas Sonniges auf jeden Fall. Irgendwo, wo immer warm ist. Genau, richtig. Ja. Und so mega freaky auf jeden Fall, ne. Und dann rennen die da alle rum in ihren mega krassen 80er, 90er Outfits, die halt einfach nur wirklich so over the top sind. Also die sehen alle so aus, als ob das die Blaupause wäre für jegliche 80er, 90er Jahre Revival-Trash-Partys heutzutage. Frauen sehen alle aus wie Madonna. Ja, die haben mit alle so Schulterpolstern und so mega, so Mini-Jeans und so, ne? Alles, mega krass. Ja, genau, richtig. Und so diese typischen so Jane Fonda ja. Tanz-Aerobic-Videos oder was, so mit so Neon-Leggings, alles. Und so Kniestrümpfe, ne? Was man so kennt. Ja, und dann rennen die da rum. Und dann kommen die irgendwie an so einen, am Strand irgendwie an so ein Spektakel, da werden wohl auch da in Anführungsstrichen von angezogen, dass da irgendwie lautere Musik ist, da ist auch irgendwo ein Riesenrad und Watt und keine Ahnung, Zuckerwatte und Scheiße. Und dann geht die da hin und dann spielt da so eine Band. Und ja, dann geht halt die Kamera auch so mit, die Musik wird lauter und dann ist da dieser Typ, der einfach aussieht wie so eine Mischung aus einem Wrestler aus den 80ern. So weiß nicht, der sieht so ein bisschen aus wie Jean-Paul Valley, also heutzutage Hunter Helmsley, Triple H, und halt so ein Chippendale. So, weiß nicht, Lederhose an, aber oben ohne. Ich glaube, die Lederhose ist auch lila oder so, ne? Oder kann sein, weiß ich schon gar nicht mehr. Irgendwie. Das ist so over the top gewesen, habe ich nicht mehr in Erinnerung. Und dann oben ohne, eingeölt, muskulös, bis zum Anschlag, so bis unter die Zähne. Und dann spielt er da Saxophon. Und mit seinen zurückgegelten langen Haaren im Pferdeschwanz. Und ich glaube sogar vor einer brennenden Mülltonne. Und das, ich glaube, ja. In jedem 80er-Jahre-Film, wo es eine Strandparty gibt, und es gibt viele Strandpartys in 80er-Jahre-Filmen, spielt immer ein Typ von einer brennenden Mülltonne Saxophon. Ernsthaft? So? Immer. Police Academy. Feier am Strand. Jemand spielt von einer brennenden Mülltonne. Das kommt super oft in so Filmen vor. Und ich frage mich immer, war das so? War das einfach nur abgebildet? War das so? War das einfach so? So wie, war immer, ich muss dann immer an meine Jugend denken, wenn man irgendwie so am See abgehangen hat, wenn einer quasi immer eine Konzertgitarre bei hatte. War das damals so, dass immer so ein Typ dabei war, der so, jo, ich hab mein Saxophon mitgenommen und dann rockt der da einen ab irgendwie? Also, weiß ich nicht. Und was erzählt der Schauspieler später? Man sagt ja, ich bin der Typ, der bei Lost Boys Saxophon gespielt hat. Nee, das ist ja nicht der Typ, sondern der Typ heißt ja Tim Capello und der Typ ist ja in Wirklichkeit tatsächlich Saxophonist und hat hat lange Zeit für Tina Turner Saxophon gespielt, in den 80er und in den 90er Jahren. Stimmt, das hast du mir erzählt, ja, genau. Richtig und geil. Ist also quasi ein Musiker, der mal einen Film gemacht hat und kein Schauspieler und hat Saxophon gespielt. Und wenn man das mal hier so ein bisschen recherchiert, ich kann es dir hier zeigen, dann steht hier tatsächlich bei Wikipedia, dass er vor allem dafür bekannt ist, für seinen muskulösen Körper, für seine sexuell provokativen Bewegungen während des Sets und er tatsächlich gerne oberkörperfrei spielt seine Konzerte und sich dabei einölt. Also das, was er in einem Film macht, spielt er nicht, sondern das hat er tatsächlich als Musiker so durchgezogen und so gemacht. Ja, so. Offensichtlich dann also wirklich authentisch. Realer Typ, so würde ich sagen. Und ich sage euch eins, hätte ich so eine Figur wie der, würde ich auch nur oben rumrennen. Ja, ey. Eingeölt. Ja, mit einem Saxophon. Ja. Also durch die Duisburger Stadt. Aber der Typ, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, wenn ich irgendwo in Santa Cruz wohne, wo immer die Sonne scheint, alles geil ist. Ja, sag mal ehrlich. In Duisburg, fragwürdig. Wenn du jetzt so ein Mucki-Typ wärst, wäre doch voll gut, ey. Ja klar, ist schon cool. Dann würdest du auch nur so rumrennen. Gut, sind wir nicht, das Elend will bei mir keiner nicht sehen, so, ja, ne, aber der sieht wirklich aus, der könnte direkt bei der WWF mitmachen, so, ne. Ja, sag ich ja. Ich knüpfe nochmal kurz da an, die sind dann da, gucken sich das an und da ist richtig viel Action und so weiter und der Michael, haben wir gesagt, ne? Michael ist der ältere Bruder, genau. Ja, Michael ist ja. Michael ist der ältere Bruder und David ist der Vampir, ne? Genau. David ist der Vampir. Und genau. Michael sieht dann halt in der Menge irgendwie so ein Mädchen und die findet er wunderschön und dann läuft er hier hinterher. Und dann reden die auch kurz miteinander und so weiter und dann stichelt sich jetzt ein bisschen auf, dass sie aber dann eigentlich zu ihrer anderen Clique irgendwie will. Und die
werden dann quasi, die treffen sich dann, ne? Also die finden sich dann irgendwie zusammen und dann ist Michael, trifft dann auf diese Vampir-Gang, wo wir natürlich jetzt in dem Moment noch nicht wissen, dass es Vampire sind, aber das ist halt so eine krasse jugendliche, so Rebellen-Gang, wie ich vorhin schon gesagt habe, die sehen einfach aus wie die übelsten Hairspray-Metaller. So mit allem drum und dran, mit Ledermänteln und Ohrringen und Fukuhila und Haare blond getönt und Stuff und alles und Leder und wie gesagt, ne? Und richtig so die Aufmischer, die dann da auch mit dem Motorrad über den Boardwalk fahren und so richtig so Outlaws, ne? Und so jung und wild und keine Ahnung. So, und sie, also das Mädchen, wie heißt sie nochmal? Star, richtig. Sie ist also da auch irgendwie so ein bisschen angebundelt und Vampir David hat sie auch eigentlich so als sein Mädchen auserkoren, aber das ist nicht so richtig beziehungsmäßig, sondern eher so, ja, du bist in unserer Gang und du gehörst mir. Genau, die ist einfach nur so ein... Man merkt doch recht schnell, dass sie Angst vor ihm hat. Ja, genau. Und trotzdem geht sie dann natürlich mit und weil Michael halt irgendwie offensichtlich wahnsinnig verzaubert von ihr ist, geht er halt hinterher und im Endeffekt landen sie dann halt in diesem Vampir... Dieser Vampirhöhle, die Loch irgendwo, dieser Höhle, auch da am Wasser, irgendwo, genau. an der Bucht, was auch immer, nachdem ja schlagen die Wellen da so krass immer. Nachdem ja vorher diese Motorradrennszene da war, die man ja auch in tausenden 50er, 60er Jahre... Mit dem Song, vielleicht kannst du den ja kurz einspielen, ich weiß nicht, ob ihr das... Ob ihr das dann dürft, wegen... Ich mach das. Also wir dürfen trotzdem. Das nicht, ich weise immer darauf hin, aber Dennis sagt immer... Lost in the Shadows. Trotzdem, ne, oder? Das ist halt Journalismus. Ja. Lost in the Shadows von Lou Gramm. Ja. Dazu wird das... Da fahren sie ja fahren sie auf diese Klippe zu, das gibt's glaube ich auch in, was weiß ich, wie viel James Dean Filmen und wer zuletzt bremst, hat verloren und so. Ne? Also die sind... James Dean Klassiker, wer zuletzt bremst. Ne? Also Halbstarke. Genau, so eigentlich so richtige Halbstarke, will man meinen, nur kommt halt dann raus, dass das eigentlich so richtig starke sind. Und die Szene ist ja noch cooler, weil man ja nachher denkt so, ja geil, die werden ja aber auch einfach weggeflogen, wenn die da mit ihren Ja, stimmt, die hätten einfach keinen Stress gehabt. So, ja. Ja, klar, mutprobenmäßig fahren die dann mit dem Motorrad irgendwie lang und der Michael muss dann pünktlich genug bremsen, weil er sonst von der Klippe gefallen wäre und ist dann tierisch sauer auf die anderen, die sich dann natürlich über ihn lustig machen. Haut dem David, glaube ich, auch direkt irgendwie ein. Ja, genau, er haut ihm eine runter. Der bleibt dann aber dann doch erstmal recht cool, der David, wo man eigentlich denkt, so, jo, jetzt geht's ab, bleibt da recht cool und macht dem quasi so eine Art... Angebot mitzukommen. Ja, der hat Bock auf den so, ne? Also, und dann denkt man so beim ersten Mal noch so, ach, vielleicht ist der gar nicht so ein Böser vielleicht. Ich habe im ersten Moment damit gerechnet, so der will den so ein bisschen irgendwie, ja, dann komm doch mit und komm mal hier und so und dann machen die den voll. Also der sieht schon irgendwas. Hauen den zusammen oder was weiß ich. Oder so, ne? Saugen den dann halt aus. Wobei in dem Moment wissen wir ja, wie gesagt, immer noch nicht, dass es Vampire sind. Ja, wir können es halt ahnen, weil ja in der Szene, nachdem der Wachmann die von dem Karussell geschmissen hat, sie ja direkt danach, man sieht ja diese Flugsequenz und der Wachmann wird ja von einem Auto gerissen in die Tür, also ja, man könnte stimmt. vielleicht genau. mit viel ja, wir wissen es nicht mit Sicherheit. Fantasie, aber genau richtig, das kommt ja dann erst raus. In der Höhle im Endeffekt, dann geht es da irgendwie doch so ein bisschen weird, irgendwie dann haben sie irgendwie was zu essen da und der David gibt dem Michael irgendwie so hier so eine China-Box, irgendwie so eine Takeout-Box. Genau. Und eine Outtake-Box machst du auf und dann kommen die ganzen Outtakes raus aus dem Film, so Bloopers und so. Und er will dann halt irgendwie hier Nudeln und so, iss mal, und dann macht er die auf und dann sind da halt Maden drin. Und dann, sagt er irgendwie, was hast du denn für ein Problem? Es sind doch nur Nudeln. Und dann guckt er das nächste Mal rein, es sind halt wirklich nur Nudeln. Und dann denkst du schon so, okay, warum hat er jetzt hier so Halluzinationen oder was, ne? Ja, und im Endeffekt kommt dann halt, die hängen dann den ganzen Abend rum und die bringen dann im Endeffekt dazu, aus so einer Flasche zu trinken. So einer Weinflasche. Genau, aus so einer Weinflasche in Anführungsstrichen. Schwer verziert und so. Ja, ja, richtig. Und so mit so Wachs verschlossen und allem drum und dran. Weil die haben ja auch keine Angst vor Kitsch. So die Höhle. Die Höhle ist ja komplett voll behangen mit The Doors Poster und Glitter. The Doors ist ja auch einfach so, ne? Dazu muss ich kurz sagen, wie geil ist diese Höhle bitte? Ich meine, wer hätte nicht gern so eine Höhle? Einfach das, zum Abhängen. Ich hätte gerne so eine Podcast-Höhle, die genau so aussieht, am Strand. Ja. Ja, dann hätten die zwar so ein bisschen Geräusche im Hintergrund, aber es beruhigt ja auch. Jetzt musst du rausfiltern. Ja, mein Gott. Die Höhle ist schon ziemlich gut, ne? Ist ziemlich gut. Ja. Hat aber auch wieder so einen leichten Peter Pan-Touch, finde ich. In Erwachsener und Düster, finde ich. Stimmt. So Rückzugsort für die Jugendlichen, ne?
Also ich finde schon, ich habe das, ich habe da Torte, immer so eine, Schätze. So eine Peter Pan Assoziation mit dem Film. Was wäre, wenn Peter Pan einfach eine Vampirgeschichte wäre? Vampirgeschichte wäre eine cool. Ich glaube, aber er ist halt ein guter und genau. Keine Ahnung. Hm. Aber auf jeden Fall, das ist ja dann auch die er trinkt dann aus der Flasche, wo man erst denkt, das ist Wein. Und danach ist er relativ. Obwohl Star sagt halt, es ist Blut und er sagt nach Blut, genau. Verarschen kann mich okay. Alleine. Ne? Also ich versuche ihn ja zu warnen. Das stimmt. So, und er trinkt trotzdem, weil er will mutig sein und dazugehören. Und dann kommt, glaube ich, dann sind sie wieder unterwegs und hängen irgendwann am Bahngleisen rum. Ne? Ich glaube, also er möchte ja auch gar nicht dazugehören. Er möchte eigentlich nur bei ihr sein. Ein anderer ist das nicht der nächste Tag oder so schon die Bahngleise, ist, glaube ich, oder ist das immer noch dieselbe Nacht? Ich glaube, nach dem Essen und nach dem Trinken sagt er noch zu dem einen Kollegen, was geht jetzt ab? Und dann gehen sie zu den Bahngleisen. Genau. Ich glaube, da ist aber tatsächlich auch Michael einfach immer noch nicht klar, was gerade mit ihm passiert. Ne? Nein. Nee, das passiert erst später, wenn er zu Hause ist. Aber ich glaube, nach der Szene, wo die Bahngleise besuchen gehen, wo die sich dann als Mutprobe unter die Schienen hängen, während der Zug drüber fährt, lassen ja auch los. Mhm. Und dann habe ich jetzt nun wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden Fall gibt es kurz darauf oder davor die Szene, wo selbstverständlich Nazis, die Szene sind, die haben irgendwelche Hakenkreuz-Tätowierungen, da ist auf jeden Fall so eine Gruppe von Leuten am machen Lagerfeuer oder irgendwie am Trinken. Ach und so, blablabla. Yo. Die lauern die Gruppe um. Die werden sogar als Surf-Nazis aufgeführt. Surf-Nazis? Ich habe heute extra den Abspann fotografiert, da steht's. Surf-Nazi 1, 2, 3 und 4. Jo, Tatsache! Mensch, ey, ist das eine absichtliche Anspielung? Ich hab's extra hier fotografiert, den Abspann. Ich hab's heute den Abspann. Ich denk, warte, was? Surf-Nazi 1, 2, 3, 4. Surf-Nazi 2, 3, 4 und 5. Ja. Ey, aber jetzt echt mal, ist das eine Anspielung auf Surf-Nazis Must Die? Keine Ahnung. Kennt ihr den? Ich hab den zu Hause, okay. Mit der schwarzen, dicken Mutti, die den Strand da befreit. Ja. Tussi oder was? Genau, richtig mega geiler Trauma-Film. Ich hab den Abspann halt geguckt, ne? Und dann hab ich so. Ich denk, warte, Moment. Ich denke, es ist eher so. Nazis? Geil. Die lauern den ja auf und dann bringen die um und dann sieht der Mike so, jo, krass, das sind Vampire, weil die übelst aussagen, das sind ja auch so Szenen. Nee, die haben ja auch, die Gesichter verzehren sich ja dann genau. Auch. Also sie sind dann mit auch den, rote mit Augen, mit den Fangzähne und die sehen so ein bisschen krasser aus. Die saugen die ja richtig heftig aus. Es ist zwar ein sehr schnell entstehender, so eine Szene, da siehst du auch, wie einer dem Typen in den Kopf beißt und raussaugt. Ja. Und in die Palette. Ich glaube, das war wirklich so, jo, die bringen jetzt richtig brutal um, aber. Ah, das müssen dann aber Nazis sein, die so krass draufgehen. Dann hat wahrscheinlich einer gesagt, aber da haben die Nazis hier in so einer Surfer-Gegend. Sondern jo, das sind halt surfende Nazis. Wahrscheinlich war das die Erklärung. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt, wo da tatsächlich auch im Abspann Surf-Nazi steht, ich muss das mal irgendwie jetzt mal recherchieren, ob das was damit zu tun hat. Mit Surf-Nazis Must Die. Keine Ahnung. Naja, aber korrekt. Genau, dort findet Michael dann raus irgendwie, scheiße, hier stimmt was ganz gehörig nicht. Ich habe vorher schon gedacht, hier ist irgendwas fishy so, aber das sind Vampire, krass, die saugen die aus und so. Ja, und da bemerkt er dann nämlich auch, weil er selber dann plötzlich diese Blutlust, den Blutdurst quasi verspürt, da merkt er irgendwie, okay, scheiße, die haben mich hier infiziert, die haben mich hier irgendwie verwandelt oder was. Genau, und dann geht er auch nach Hause und hat die ganze Zeit seine Sonnenbrille auf und die Mutter denkt natürlich, der hat einen übelsten Kater oder nimmt irgendwelche Drogen und verschanzt sich in seinem Zimmer und auch der Hund, den sie mitgebracht haben, der reagiert super aggressiv auf ihn auf einmal. Und sein Bruder, der so ein bisschen nerdy-mäßig unterwegs ist, so super viel Horror-Comics liest und auch Schiss vor den Horror-Comics eigentlich hat, der merkt direkt schon so, jo, irgendwas stimmt hier nicht mit meinem Bruder. Der ist auf einmal ganz anders gepolt. Und da gibt es ja diesen Konter zu, den ich auch mega geil finde, diesen Konterpart zu den Vampiren, und zwar der kleine Bruder von Michael. Wie heißt der nochmal? Sam. Sam, danke. Genau. Ganz schlecht mit Namen, tut mir leid. Ist das Corey Haim, ne? Das ist Corey Haim. Ja, okay. Sorry. Ja. So, Sam geht ja dann irgendwie nämlich durch die Stadt und sein Bruder verschwindet ja jetzt irgendwie offensichtlich, weil er der Star irgendwie hinterher geht. Und der geht ja auch noch kurze Nacht in die Höhle und pfeffert die durch irgendwie. Ja, stimmt, da passiert ja sogar auch, ja. Das ist richtig, ja genau, stimmt. Und da kommt ja der geile Song auch wieder. Der geile Song.
Und Sam ist aber in der Stadt und hat halt irgendwie auch nichts zu tun und denkt sich, was mache ich hier in dieser neuen Umgebung und so, und entdeckt halt diesen Comicladen. Und genau. Stapft da rein, so guckt erstmal nach Comics. So, dann ist das so ein Duo an zwei Jungs, auch in Sams Alter, so was weiß ich, 12, 13 oder was, die Frog-Brüder. Frog-Brüder. Wie Frosch. Genau. Genau, so, und ich finde, der eine sieht aus wie ein junger Martin Sheen, finde ich total, Charlie Sheen. Ich finde, der eine sieht aus wie ein junger Charlie Sheen, voll irre. Das müsste ja Corey Feldman sein. Also Carlos Estevez. Oder? Ja, genau, richtig. Ja, kann sein, ich weiß es nicht so genau. Die stalken den dann so wirklich da so. Ja, Laden, ja, die laufen hinter ihm her und so nach dem Motto, was machst du eigentlich hier in unserem Laden so? Wie siehst du überhaupt aus? Die saugen ihn auch genau, an, richtig, so, ne? Ein bisschen Model dann, glaube ich, zu dem. Und er ist irgendwie ziemlich cool, er bleibt die ganze Zeit cool, hat immer auch ein Comeback irgendwie parat und immer ja. so ein Gegenspruch so, und die merken, okay, der ist nicht so leicht zu knacken, so, bleiben aber hartnäckig, ne? Ja, und im Endeffekt stecken sie ihm aber irgendwie so einen Horrorcomic nämlich zu. Und er sagt nämlich, ich stehe nicht auf Horrorcomics. Er sucht einen Batman. Genau. Ich lese keine Horrorcomics. Genau, weil er die auch zu gruselig findet. Genau. Er sucht Batman und die beiden geben ihm den Vampir-Comic, genau, und sagen, das wirst du hier brauchen. Genau, das wirst du hier brauchen. Ne? Schreiben sie, glaube ich, sogar noch irgendwie eine Nummer hinten drauf. Telefonnummer. Ja, ja. Und dann ist das nämlich so, als der Sam zu Hause nämlich bemerkt, irgendwas stimmt mit Michael nicht, dann ruft er die an und sagt irgendwie, Leute, ich glaube, hier mein Bruder und so, ne? Und so verbünden die sich nämlich und so kommt nämlich da doch so ein bisschen so dieser typische, und das finde ich geil, dass das noch irgendwie mit in diesen Film integriert wird, ohne dass es aufgesetzt wirkt, so dieses jugendliche Versuchen irgendwie in den 80ern so auf ihren BMX-Rädern so irgendwie so ein Mysterium zu entlüften. Wie bei S auch, ne? Und so, wie so bei eine... S oder wie bei Goonies, ja. Oder halt, und in den halt Stranger Things. Oder ja. Und ich finde, das ist der Moment, wo man auch merkt, so, jo, der Film ist ja auch lustig. Ja. Aber der ist halt nie klamaukmäßig. Nee, der ist gar nie nicht. Lächerlich. Das ist einfach der nur hat so nur witzige Momente halt. Die Frog-Brüder bringen da so eine Leichtigkeit irgendwie, ja, in den Film. Und die sind so neunmal klug. Und ja, die sind auch so kleine der Rambos. Corey Feldman, der spricht auch so relativ, ja, tief. Ja, total, einfach. Genau. Er spricht so irgendwie recht. Ja, und er sieht auch aus wie Rambo, auch so, ne? Ja, ja, genau. Er hat auch so ein Stirnband, rotes Stirnband und so richtig Camouflage-Klamotten. Genau. Und die sind halt auch so, ja, wir sind Vampirjäger. Ja, genau. So, ne? Aber man merkt relativ schnell so, die haben noch nie in ihrem Leben einen Vampir gesehen. Genau. Aber sind fest davon überzeugt, die sind Vampire. Und die jagen die jetzt. Ja. So, und dann gibt es ja dann noch diesen Video-Rental-Store-Besitzer Max, der dann mit der Mutter von Sam und Michael ausgeht. Und da wollen die dann auch, weil die vermuten, vielleicht ist der ja der Obermuffi-Mufti-Vampir hier so, ne? Genau. Was sich natürlich am Ende auch tatsächlich als Tatsache herausstellt. Ja, weil da ja auch wieder ein Hinweis in dem Comicbuch ist. Ne? Sie nach dem ausgefallenen ersten Treffen möchten sie sich ja bei ihm entschuldigen und die Mutter möchte ihm eine Flasche Wein bringen und dann fällt der Hund ja die Mutter da so an. Und das ist in dem Comic ja genau so beschrieben, ne? Diese Hellhounds, die Vampire, Obervampire sich zulegen, damit die beschützt sind, während sie schlafen und so. Und sie kommt ihn ja tagsüber besuchen. Genau, da pennt er natürlich. Und der Hund dreht ja so total durch. Und am Anfang denkt man sich ja, warum dreht der Hund denn jetzt bei ihm nicht durch? Mhm. Weil der dreht ja, also der eigene Hund, der Nanook heißt der, glaube ich, der Familie, der reagiert ja auf den Michael sehr gereizt, nachdem er ein Vampir geworden ist. Der beißt ihn ja sogar in einer Szene. Ja. Ne? Ja, genau. Ja, das ist ganz witzig. Man kann auf jeden Fall die Knoblauchszene, ne? Ja, genau. Welche Szene aber auch noch anspielt, ist irgendwie, wenn er sie zum ersten Mal zu Hause abholt oder zum Essen kommt, sagt Max ja zu Sam, zu Michael, möchtest du mich nicht herein? Zu meinen, möchtest du mich nicht hereinbitten? Genau, macht das aber so in dem Sinne von so, ey, pass auf, ich weiß, ich kann euren Vater irgendwie nicht ersetzen, habe ich auch irgendwie gar nicht vor und jetzt versuche ich respektvoll gegen euch zu sein und genau. Euch fragen, könnt ihr mich reinlassen? Und man denkt halt noch so ein bisschen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich erst so gedacht, jo, der könnte es sein, aber dann spätestens nach der Szene mit dem Essen, die du gerade erzählen wolltest, aber denkst halt so, nee. Aber ich fand die Szene nicht total super, weil das so Vampir, jetzt mal vom Film ganz kurz ein bisschen weg hin zu dem Vampirmythos, so Theorien sind oder so Ideen im Vampirmythos, die ganz oft einfach nicht mehr erzählt werden, die ich aber toll finde, nämlich ja, Knoblauch, Weihwasser, ja, du kannst nur ein Haus betreten, wenn du genau, eingeladen wirst. Knoblauch und Weihwasser kennen, aber du kannst halt nur ein Haus betreten, wenn du eingeladen wirst. Ja, das ist so ein ganz alter Mythos, richtig. Ja, oder Vampire oder zum Beispiel müssen Knoten lösen. Also wenn du Knoten in Seile machst, müssen Vampire Knoten lösen. Aha, ja, den gibt's auch. Den kannte ich gar nicht. Oder Vampire haben einen Zählzwang. Deswegen ist Graf...
Zahl. Ist Graf Zahl. Ehrlich? Ist Graf Zahl nicht. Ja, ist kein Scherz. Deswegen ist Graf Zahl nicht umsonst ein Vampir. Ach. Weil die einen Zählzwang haben. Und das, es gibt ein paar Filme, wo das halt so erzählt wird. Wenn du Knoten in Seile machst und schmeißt die hin, Vampire müssen diese Knoten rausfummeln. Und Vampire müssen eben auch Dinge zählen und sind sehr zwanghaft und neurotisch und so. Und das geht halt oft unter. Ebenso wie dieser oder zum Beispiel der Mythos, Vampire können nicht über fließendes Wasser gehen. Aha. Also über Flüsse. Über Brücken oder und so. Oder über Brücken. Und eben halt dieser Mythos, du kannst halt wirklich nur, ich glaube, das war bei Fright Night ja auch so, das ist ja mit dem Nachbarn, wir haben ja drüber gesprochen, in unserer Halloween-Folge, du kannst, eigentlich brauchst du keine Angst vor Vampiren haben, wenn du einfach keine deine Wohnung lässt. Ja. So, du musst sagen, komm doch bitte rein. So. Und diese alten Geschichten, das fand ich total gut. Ich habe mich total darüber gefreut, dass das so passiert ist. Das fand ich deswegen auch gut. Ich mag das auch. Ich mag das aber auch, wenn diese Mythen so, manche davon so, nee, das stimmt jetzt nicht. Zum Beispiel ein Interview mit einem Vampir ist ja irgendwie, sagt sie doch, und wie reagieren sie auf Kruzifixe? Und dann sagt ja Brad Pitt, ich schaue mir Kruzifixe sehr gerne an. Ja. Also was finde ich dann aber auch, es wird mit reingebracht, der Mythos, aber es wird auch so, nee, also das ist jetzt aber nicht so. Das wird so ein bisschen umgedreht. Das mag ich halt auch total. Das ist ja quasi in jeder Fabel, ob das jetzt Werwölfe, Vampire, Hexen oder sonst was für Wesen sind, wo es dann auch irgendwie Gegenmittel zu gibt oder wo es irgendwelche Geschichten und Überlieferungen gibt, was die für Fähigkeiten haben. Es gibt ja zum Beispiel auch bei Vampiren, was ich zum Beispiel bei der Castlevania-Serie sehr, nicht TV-Serie jetzt, aber in der Reihe mag, du kannst bei Symphony of the Night kannst du dich zu einem Wolf verwandeln, in eine Fledermaus oder zu Nebel. Und das sind auch alles Formen, die ein Vampir annehmen kann, laut klassischer Folklore sozusagen. Und das sind auch Sachen, die in vielen Vampirfilmen zum Beispiel überhaupt gar nicht aufgegriffen werden. Was ich voll geil finde. Fledermaus, so Fledermaus Nebel, ist noch typisch, aber Nebel und Wolf oder manchmal auch noch. Wolf manchmal, genau. Und das ist irgendwie nicht so verbreitet. Ich kenne Silber zum Beispiel bei Vampiren gar nicht so sehr. Das ist für mich immer so ein Werwolf-Ding gewesen. Das ist ja bei Blade zum Beispiel ein großes Thema. Aber was mich bei Blade immer wieder aufregt, ist so, ja, die Vampire, die können tagsüber raus, wenn die sich Sonnencreme ins Gesicht schmieren. Ja, aber das konnte Michael da ja jetzt auch. Der ist ja auch mit der Sonnenbrille da rumgerannt. Aber doch nur, weil er noch nicht, weil die Verwandlung so. Noch nicht. Der ist ja noch mit der Infizierung. Aber das mag ich auch quasi. Nicht. Das ist so, dass die also Vampire echt? Haben am Tag nichts draußen zu suchen. Nee, ich finde auch, dass aber das ist ja bei Lost Boys nicht so. Nein. Du sagst jetzt bei Blade so zum Beispiel. Ja, das geht gar nicht. Ja, ich habe jetzt Sonnencreme. Oder Gesicht. Auch bei Preacher. Blöd. Und deswegen, ja, gut, nee. Er hat immer so einen Schirm. Ne? Nee, er hat halt den Sonnenschirm und wenn er in die Sonne geht, dann kriegt er, also er verbrennt ja auch. Ja, das stimmt. Ne? Also de facto so. Ne? Aber so diese alten Geschichten, die halt mehr sind als, das ist bei irgendwie was weiß ich, da ist bei Blade oder sonst wo ist irgendwie so ein Muskelvampir, der kann noch Karate und der kommt da jetzt mit dem Panzer vorgefahren und tritt da die Tür an und sagt, guten Tag, hier bin ich. Macht's für mich halt nicht gruselig, sondern so diese Mindgames. Aber das ist ja auch eine andere, und das ist nämlich das, was ich eigentlich gerade auch sagen wollte, das ist halt immer eine andere Interpretation. Du nimmst halt, du greifst halt nur so eine Folklore auf und sagst, okay, ich mache jetzt einen Vampirfilm und ich nehme mir so die Fakten, die aus der Folklore überliefert sind, die mir passen, die übernehme ich und alle anderen ignoriere ich. Genau. Aber so. Blade sind trotzdem alle Mortal Kombat-Vampire. Das ist halt so. Die können alle krass abkaraten. Das stimmt, abkaraten. Das Wort des Abends, was ich aus diesem Podcast herausnehme und in meinen Wortschatz aufnehme. Abkaraten. Finde ich sehr gut. Ja. Okay, storymäßig sind wir eigentlich fast durch, würde ich sagen, weil im Endeffekt haben wir jetzt etabliert, da gibt es den Obervampir, den Max und am Ende wird natürlich auch... Wir erfahren es erst ganz am Ende. Genau, ganz also am Ende wird... Man rechnet erst damit, dass das David der Obervampir ist. Genau. Und nachdem, darf man jetzt spoilern beim Film, der 30 Jahre alt ist, darf man. Ja, klar. 87. Nachdem der tot ist, ne, weil sie haben sich ja vorgenommen, Sam möchte ja im Grunde nicht, dass sein Bruder stirbt, weil die beiden Jäger da, die Frog Twins, sagen, oh, dann hol dir mal einen schönen spitzen Flock. Und dann treibt sie dem ja mal schön durch die Brust und dann ist aber auch Ruhe. Und er sagt ja, nee, ich habe da in dem Comic gelesen, wenn wir den Obervampir töten, dann werden alle Vampire, die es gibt, Halbvampire, die werden wieder normale Menschen. Und irgendwann stirbt David und tut sich aber nichts. Und dann kommt ja raus, dass der Obervampir eben der Alte ist, nämlich der Gilmore. Ja, der Gilmore. Und der dreht sich ja dann noch irgendwie um und dann hat er auch wirklich eine fiese Fresse auf einmal, weil er sich verwandelt hat. Und dann merkt man so, boah, der ist heftig drauf, weil die können dem einfach irgendwie nichts entgegensetzen. Der ist ziemlich kräftig und der stirbt ja dann einfach nur, weil der
Opa da, der mit, Opa seinem Auto da mit seinem Auto durchgerast ins Wohnzimmer rein, fährt, ja, genau. Und den aufspießt, oder? Und in dem Moment, ja, das Feuer wirft. Beides, nee, glaube ich. Der, genau. der hat doch vorher irgendwie in irgendeiner Szene vorher belädt er noch seinen Jeep oder was mit so irgendwie Holz. so Holzlatten. Genau. Und die aber auch angespitzt sind. Aus Gründen? Ja, nee, das sind so Zaunpfähle. Ach so, ne? Okay. Also sehr lange irgendwie. Oder vielleicht sind es sogar so Baumstämme, die unten angespitzt sind, für den Boardwalk. Das könnte auch sein. Das würde passen, so von der Location. Ja, wir haben auch Pferde da wohl. Vielleicht ist das auch irgendwie, um Zaun zu bauen. Kann auch sein. Whatever. Auf jeden Fall hat er die halt gelagert und dann fährt er da rückwärts irgendwie in die Wohnung rein und ein so ein fetter Pflock fehlt dann einfach den Max einmal so komplett durch. Genau, und dann fliegt er in den Kamin und explodiert. Genau, ja. Und dann ist halt ja so, der Opa kommt dann nach Hause, da liegen nur Vampirgedärme und Körperteile rum, geht zum Kühlschrank, macht sich, glaube ich, so eine Cola auf und dann so, yo, Santa Cruz ist ja echt cool, aber das Einzige, was mich immer angekotzt hat, sind diese scheiß Vampire. Und alle so ey, warum hast du nicht was gesagt? So. Und ganz weil cool. Das Ding ist ja, es war ihm wichtiger, in der ersten Szene zu sagen, dass keiner an Kühlschrankfach 2 geht, genau, weil da sein Rootbier und seine, genau, sein Rootbier und seine doppelt gefüllten Bonbons, also genau, ist also wichtig, dass man das nicht nur irgendwelche fucking normalen Bonbons, sondern es sind doppelt gefüllte Bonbons, das ist erwähnenswert. Aber dass die ganze Stadt voller scheiß Vampire ist und ständig irgendwelche Kinder verschwinden so, und da kommen seine Enkel gerade hin, das ist also in dem Moment wohl nicht erwähnenswert. Also, Alter, was ist los mit dir? Ja, es gibt auch diese schöne Szene, wo er den Sam fragt, möchtest du eine Runde in meinem Auto drehen? Und dann setzt er sich doch da rein und fährt er so einen Meter und dann so, das war's. Ja. Ja, auch sehr schön. Ja, genau. Der Opa ist auf jeden Fall, der ist neben den Frog-Brüdern auch so ein bisschen, der bringt da so ein bisschen, stimmt so, der Humor Lockerheit in den und, Film und rein. Und in dem Moment, ne, wo der alte Obervampir sich umdreht und diese Fresse hat, ne, da habe ich gedacht, ey, das ist wie bei Buffy früher. Die hatten ja original die gleichen, absolut, Vampirfressen. Auch der Angel. Dann wurden die über den Augenbrauen so knöchrig und dick. Und dann wurden die so und faltig auch die, und so. Die Wangenknochen, die sind auch so total so rausgekommen. Genau. Dann gab es halt Zähne und die Augen dicker und so. Ne? Aber ein bisschen faltiger. War das in dem Buffy-Film, also die Serie, wisst ihr ja bestimmt, die beruht ja auch auf einem Film. Ja, Buffy the Vampire Slayer. Mit Donald Sutherland, halt dem Vater von Kiefer Sutherland. Ach, tatsächlich? Ach, der spielt den Ausbilder von Buffy. Okay. Witzig. War das da auch schon so? Sahen die da auch so aus? In den Film habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ich suche den auch seit Ewigkeiten, krieg den aber nicht mehr. Ich finde den super. Besonders die Endszene, wenn die da die ganzen Vampire in der Turnhalle cool abschlachtet. Ja. Wo ich beim ersten Mal wo ich nur selbst noch zur Schule ging, und dachte so, Mann, ey, wenn ich so eine Turnhalle mit Vampiren vollerlegen würde, wäre ich auch ziemlich beliebt. Fände ich cool. Fände ich richtig super. Aber jetzt mal ehrlich, als ihr, ne, die Frog-Brüder, die nehmen das ja alles so ein bisschen in die Hand und stellt sich aber nachher raus, die sind jetzt auch nicht so hart drauf und rennen, nein, auch bei der ersten Konfrontation weg. Ja. Aber habt ihr euch nicht beim Gucken auch so gedacht, also damals, als ich den mit 13, 14 geguckt habe, dachte ich so, nach dem Film, boah, geil. Ich hätte jetzt richtig Bock, mit meinem besten Freund hier auch so ein Vampirnest, nee, in Rheinberg auseinanderzunehmen. Nee, also ich habe das Bedürfnis nicht gehabt heute. Ich habe den heute nochmal geguckt. Nee, habe ich nicht. Ich habe zeitweise gedacht, das hat mich ein bisschen erinnert an Kevin allein zu Haus, wie sie das Haus so präparieren. Das, ja, hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie Kevin halt das Haus präpariert, bevor, stimmt, die feuchten eigentlich Banditen kommen. Wie sie den Knoblauch klein hauen und den in die Badewanne und dann wird Pfeil und Bogen und die spitzen dann da an. Oh ja, die Badewanne-Szene, die war super, aber heftig. Knoblauch, wie dann die kompletten, sanitären Anlagen explodieren, ja, das stimmt. Klo und das Waschbecken, weil dieser Typ da so zersetzt wird. Ne? Ich mag das ja, wenn so Filme, von denen man, wo man jetzt irgendwie denkt, wo die schon halb um sind, so, jo, gut, aber wann wird's denn jetzt hier mal so ein bisschen brutal? Das war halt so ein Vampirfilm. Und dann am Ende geht es so richtig los. Ja. Ab, das lieb ich fand ich den immer sehr brutal stellenweise. Ja, also am Ende, aber erst gegen Ende, das fand ich super. Ja, also ich sag mal, diese auch. Diese, weil dann stumpft das nicht so ab und dann ist der Effekt viel, viel stärker. Diese Szene, wie er da in den Kopf beißt, fand ich extrem. Das ist ja auch sehr schnell geschnitten. Also ich glaube, das sieht man manche Leute vielleicht nicht auf den ersten Blick halt. Nee, ja. Aber es wird ja nicht, stimmt, explizit gezeigt. Aber es auch wird wie ja der Vampir in der Badewanne sich zersetzt. Ja, ja, und der andere, ist heftig, der andere Bon Jovi-Vampir da, der komische gelockte Brünette, der wird ja von einem Pfeil getroffen, der dann durch ihn durchgeht in die Stereoanlage rein. Der wird also wird also gepfählt oder gefeilt, keine Ahnung, und kriegt noch einen elektrischen Schock und zittert dann auch noch so vor sich hin, ne? Ich hab ja auch gesagt, ich finde, der wird ja Holz erst gegen Ende nicht, so, ne, richtig schön brutal. Holz leitet gar nicht. Holz, ne? Du als alter Denker hast recht, Holz leitet gar nicht. Ja. Aber er kriegt trotzdem eingewischt. Was aber auch einfach cool aussieht. Und wird, ja, klar, und wird David nicht dann an dem Hirschgeweih aufgespießt? Ja, und zwar, der kämpft, stimmt, ja noch mit Michael und dann fliegen die so ein bisschen
durch das Haus. Das ist auch das einzige Mal, dass man die Fliegen sieht. Mhm, stimmt. Und das wird dann so ein Tauwetzin quasi. Der eine drängt ihn mit mehr Kraft in die eine Richtung, der andere drängt ihn mit mehr Kraft in die andere Richtung. Und zwar, jeder versucht den einen da an diesem Hirschgeweih aufzuspießen. Weil die ganze Bude einfach mit toten Viechern vollhängt. Ja. Mit toten, ausgestopften Viechern. Ganz ehrlich, der Opa ist auch einfach mal so gesehen der unheimlichste von allen Figuren in diesem Film. Ja, der ist schon ziemlich weird oder so, ja. Auf jeden Fall gewinnt Michael die Oberhand und spießt David auf. Boah. Und dann ist es ja so, eigentlich müssten sich jetzt alle zurückverwandeln, was dann halt nicht passiert. Und dann ist ja halt die Szene, wo Max dann offenbart so, yo, ich bin hier so der Dracula sozusagen. Ey, wir waren mal in so einer Kneipe Fußball gucken. Schöne Grüße ans Bismarck-Eck in Oberhausen. Gibt's mittlerweile nicht mehr. Da haben wir Fußball-Weltmeisterschaft geguckt, da war so eine Jägerkneipe. Sandrine und ich kommen da rein. Da waren die ganzen Wände mit tote Viecher. Vögel, Eichhörnchen, alles, was man kaputt schießen kann als Jäger, war alles ausgestorben und hängend an der Wand und wir saßen da so. Ich dachte, du erzählst jetzt so, ey, wir waren damals mal in dieser Kneipe. Da sind wir reingekommen, da waren alles Vampire. Da waren wir alle zu Vampiren und dann musste ich mich, da war nur noch so ein Priester mit zwei Kindern, die wir vorher entführt haben. Und dann musste ich mich da durchsplättern. Im Wohnmobil mussten wir dann irgendwie abhauen. Und das war richtig heftig. Das war echt eklig, ey. Waren das Verrückte? Verrückte explodieren nicht, wenn sie mit solchen Verbrüllungen kommen. Egal, wie verrückt sie sind. Auch ein geiler Vampirfilm. Wollte ich gerade sagen, warum haben wir nicht überhaupt von Gaston Dawn gesprochen? Ja. Das ist sensationell, ne? Auch da wiederum, wie Patrick jetzt sagen würde, wahrscheinlich eigentlich kein klassischer Vampirfilm, weil es so dreiviertel Road-Movie ist. Wird auch mit Zombies funktionieren. Und genau, wird auch richtig. Da geht es nicht um die Vampire selbst. Aber trotzdem, es ist normal auch ein Vampirfilm. Klar, und der ist mega. Ist ein sensationeller Film. Ja, der ist einfach cool. Absolut, besonders wenn man... Das ist einfach arschcool. Ich höre immer wieder von Leuten, die halt gesagt haben, wie die den im Kino gesehen haben, so, yo, ich habe halt gedacht, das ist so ein Roadmovie und dachte schon so, oh, ist ja ein cooler Roadmovie. Und auf einmal wird aus diesem Film was ganz anderes und wird einfach nochmal geiler. Ich wünschte, ich hätte ihn damals auch wirklich im Kino. Ich wollte immer so ein Tattoo haben jetzt wie. Boah, ja. Boah, zum Glück hast du es nicht. Nee, zum Glück habe ich es nicht. Boah. Aber damals so ein Tribal-Tattoo bis zum Hals hoch, hätte ich geil gefunden. Ah, ich muss auch sagen, keiner sagt so cool, everybody be cool. You be cool. George Clooney. Ja. Ja, George Clooney ist halt auch einfach ein richtig geiler Typ. Da sollten wir auch nochmal drüber sprechen. Absolut. Über George Clooney. Wir können den großen George Clooney Nein, nicht machen. Über George Clooney. Über From Dusk Till Dawn. Gut, Lost Boys, tot. Was haben wir noch gesagt? Alle wieder zurückverwandelt, alles gut. Opa hat dann doch nochmal rausgefunden, okay, wir sind Vampir, hat er doch nochmal gesagt. Und dann war er eigentlich auch schon, ne? Also alles in allem halt echt ein saucooler Vampirfilm, der wirklich, der atmet einfach die 80er und die 90er mit allen möglichen Facetten. Außer, dass da jetzt nicht die ganze Zeit Duran Duran läuft. Ja. Aber es sieht aus wie das Wild Boys Video, ne? Stimmt, Duran. Das habe ich noch gesagt. Zu Sarah habe ich noch gesagt. Ey, das ist auch so eine Höhle. Ja, und auch so mit dem Riesenrad. So, da sind ja die Wild Boys bei Duran Duran. Da hängen ja auch an so einem Rad irgendwie, wo die so gedreht so, werden. Und, ja. Du hast recht. The Wild Boys and the Lost Boys. Boah. Parallelen ohne Ende. Ich finde trotzdem, dass der Film, auch wie ich schon gesagt habe, den kennen zwar viele, aber der hat jetzt nicht den Bekanntheitsgrad, den er verdient hat. Nein. Ich glaube, wie Chris gerade schon sagte, ich glaube, dass da wirklich viele Vampir-Serien und Filme unglaublich viel Inspiration rausgezogen haben. Ja. Das aber einfach die Leute gar nicht irgendwie auf dem Tacho haben, dass das von diesem Film irgendwie kommt. Der hat echt nicht die Bekanntheit, die er braucht. Ich kann mal ganz kurz, wie sagen wir jetzt schon so viel? Also der war schon Werbung. Kinoerfolg, ey, Leute, der ist für 8 Euro auf Blu-ray bei Amazon jetzt zum Zeitpunkt unsere Aufzeichnung erhältlich irgendwie. Werbung der Nennung, wir unterstützen Amazon nicht und Amazon unterstützt also ihr kriegt uns den, auch nicht. Nein, unterstützt uns nicht. Ey, Amazon, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir nehmen euer Geld gerne. Aber er ist halt zu haben für 5, 6, 7 Euro. Wenn ihr Bock auf coole Vampirfilme habt, gönnt euch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also der ist sehenswert. Und ich finde, der hat auch... Der ist auch super gealtert. Der ist super gealtert und der hat auch das Potenzial, dass man den öfter guckt. Ja. So, ne, der ist kurzweilig, der geht etwas über 90 Minuten, glaube ich. Ist jetzt nicht so, mein Interview mit einem Vampir ist schon ziemlicher Schinken so. Ja, der geht nicht mal, ich glaube, Interview mit einem Vampir geht 2 Stunden, aber nicht viel länger. Ja, okay. Aber ich sag mal, den kann man durchaus einfach zwischendurch gucken so, ne. Das ist ein guter Actiongeladener Film. Einmal im Jahr gucke ich mir The Lost Boys an. Und wie gesagt, geil. Ich bin da halt auch ganz bei Dennis. Ich finde halt, die ganze Ästhetik von dem Film ist halt, also wenn man alles in einen Sack schmeißt irgendwie, was man Schulterpolster, Muster,
Dessous, nackte Saxophonisten, Mucke und auch alles. Der Comicladen so und alles. Der Videostore, genau. Der Videostore. Das alles dran, ne? 80er, 90er. So die beiden so Halbstarken, die dann ihr Haus preppen und alles, ja, wird so zu einem Klumpatsch gerührt. Die Poster, wie du schon sagtest, die erstens in der Höhle hängen und dann, ja, auch bei Sam zu Hause hängen auch irgendwie so Poster von irgendwelchen so Exploitation-Filmen, so alten 70er-Schinken irgendwie. Und ja, da hängt auch, glaube ich, irgendein Bandposter von irgendwem, weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr viel popkulturelle Referenzen, wo du denkst, mein Gott, geil, so, ne? Ja. Das war einfach die Zeit. Und alles wird so zu einem Klumpatsch zusammengerührt und dann denkt man, ey, klappt. Voll für mich, cool. Für mich klappt das komplett. Also, kann ihn immer wieder gucken. Ich finde, das ist auch einfach, ich meine jetzt nicht viel Good Movie im Sinne von, man guckt sich jetzt Police Academy an, aber es ist, trotzdem hat man danach einfach irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man hingeguckt hat, weil das einfach, es macht halt einfach Spaß, den Film zu gucken. Ja, absolut. Und also, super gealtert. Ja, voll. Absolut, also der ist gealtert. Überhaupt gar nicht, der ist überhaupt nicht cringy. Der ist, der funktioniert aber auch komplett ohne irgendwie jeglichen so Technikquatsch, wo du jetzt, absolut, sagen würdest, guck mal, die haben doch Wählscheibentelefone. Ja, sondern ja, das ist da irrelevant. Deswegen altert der halt wunderbar. Ne? Ja. Das ist so, das greift, also die Geschichte, die könnte genauso heute funktionieren. So. Ja, dann haben die Surf-Nazis halt Smartphones, aber das ist halt total irrelevant, weißt du? Ich befürchte ja, dass es da, nein, nicht nur ich befürchte, tatsächlich habe ich das die Tage gelesen, dass eine Serie in Planung ist. Eine Lost Boys Serie? Ja. Lost Boys Serie. Echt? Aber da brauchen wir keine Angst haben, wir sind seit ungefähr 11 Jahren ein He-Man-Film in Planung. Ja. In Planung heißt ja... Das heißt nicht so, ne, viel, ja. Eine Lost Boys Serie kann nur gut werden, wenn das HBO macht oder sowas. Aber guck mal, hier ist 7,3 bei IMDb, aber tatsächlich nur 29% bei Rotten Tomatoes. Okay. Ach, Rotten Tomatoes, ach, ist doch, ja, vom Arsch. Das, ja, stimmt. Finde ich total... Ich guck mal ganz kurz, was mit Box Office ist, würde mich ja noch interessieren. Der war, glaube ich, schon, also war es kein Flop. Ne? War kein Flop, nee. Das nicht. 32,2 Millionen US-Dollar bei einem Budget von 8,5 Millionen US-Dollar. Weiß ich hier jetzt mal nicht. Mehr. Ja, ist das, ja, gut? Sagt man das so? Ja, weiß ich meine, so genau. Überleg mal, heutzutage gilt ja ein Film, warte mal, Batman vs. Superman hat eingespielt, 1 Milliarde und so, gilt unter Flop. Was? Gilt unter Flop. Also das ist ja mittlerweile so krank einfach. Der war super scheiße. Klar. Der war mega schlecht. Obwohl, ne, Thema für anderen Podcast, Ben Affleck, sorry, bester Batman aller Zeiten. Bester Batman aller Zeiten. Mega. Okay, das ist eine Ansage. Warte mal, was hast du gesagt? Bester Batman aller Ben Affleck? Zeiten. Absolut. Können wir ihn rausschneiden? Vielen Dank an alle unsere Hörer. Wir müssen an dieser Stelle abbrechen, weil ich Angst habe, was jetzt passiert. Oh, ich habe auch gerade richtig Angst. Was ist das denn für ein... Stehe ich zu. Nee, ich kann, können wir gleich, gleich nach der Folge, kann ich euch genau sagen, warum. Ich muss ehrlich gesagt sagen, Ben Affleck war nicht das Schlechteste an diesem Film. Ich fand Ben Affleck einen guten Batman. Der Film ist, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber Ben Affleck hat super gemacht. Der ist von der Statur, vom Gesicht kommt er jedem Darsteller, ja, bis jetzt den Bruce Wayne am nächsten. Das stimmt. Und der hat einfach, ich weiß nicht, ob ihr die Frank Miller Comics von Batman gelesen habt, worauf die Batman-Version, die Ben Affleck spielt, beruht. Ja. Und er hat es wirklich sehr gut gespielt. Ich mag ihn nicht. Aber ich mag ihn auch grundsätzlich. Ich wollte gerade sagen, ich finde ihn generell halt auch eigentlich okay. So, ich habe nichts gegen Ben Affleck. Ich bin zum Beispiel nie warm geworden mit zum Beispiel Christian Bale war Hammer. Ein super Bruce Wayne. Hammer. Aber für mich kein guter Batman. Was mit der beste Batman? Dich gefolgt von Michael Keaton. Punkt. Michael Keaton, keine Frage. Aber ich Michael sag Keaton sowieso Jack Nicholson. Gründen, für mich ist Jack Nicholson auch bester der bessere Joker. Joker. So, Punkt. Besser als Heath Ledger. Punkt, ja. Fertig aus. Da brauchen wir gar nicht drüber. Heath Ledger ist einfach ein vollkommen anderer Joker. Der hat den ganz, ganz, ja, anders interpretiert und ich fand den brillant. Absolut. Aber trotzdem, für mich ist, ja, aber einfach. Ist einfach Jack Nicholson der Joker. Ist der Joker. Born, weil Born Jack Joker Nicholson einfach der wahnsinnigste Kerl in ganz, ja, Hollywood ist. Ich, ja, finde, also das ist auch so ein jetzt mal gar nicht mehr bei Vampiren, aber ist egal. Obwohl, Fledermäuse, Batman. Ja, ist nicht so weit weg. Oh, ja. Ich bin auch voll bei Jack Nicholson. Hundertprozentig. Wir müssen unbedingt mal einen Batman-Cast machen. Ja, müssen wir machen. Aber wir müssen sehr, sehr viele Themen machen. Ja. Ich bin ja leidenschaftlicher Comic-Sammler und ich bin ja wirklich, ich muss sagen, ich habe eine Batman-Obsession. Ich muss alles mit Batman sammeln. Wirklich, ach, alles. Und ich liebe Batman. Also Lieblings-Superheld. Deswegen, ich stehe absolut dazu, nämlich sage, ich finde, Ben Affleck ist bis jetzt die beste
Batman-Version gewesen aus den Comics, die ich kenne und die ich liebe. Die ist, Comic-Version, die ich kenne. Ist kontrovers, ja? Aber kann man auch vertreten. Michael Keaton ist natürlich... Michael Keaton war damals genauso kontrovers. Als rauskam, Michael Keaton soll Batman spielen. Val Kilmer ist scheiße als Batman. George Clooney, finde ich, ist halt. Aber man muss sagen, ich muss kurz Val Kilmer und George Clooney verteidigen, die wurden einfach in scheiß Filme gesteckt. Ja. Das sind beides für sich gute Schauspieler und ich glaube mit einem Regisseur, mit einer richtigen Version. Ja. Aber wenn man Batman Forever und Batman Robin als ernste Version von der Batman-Serie der 60er sieht, sind die dann auch wiederum gar nicht mehr so scheiße. Das ist richtig. Einfach, also, das ist eher, das geht eher in Richtung Adam West Batman. Genau. So, und so totaler Stilklamauk mit dummen Sprüchen als, ja. Trotzdem, als damals hieß Michael Keaton spielt Batman, war selbe wie jetzt, Ben Affleck und bla bla bla, total beschissen. Und ich bin fest davon überzeugt, in 10 Jahren wird man über Ben Afflecks Batman genauso reden wie über Michael Keatons Batman. Der muss vielleicht ein bisschen reifen einfach. Wir treffen uns in 10 Jahren hier wieder auf dieser Couch. Ich würde gerne einen anderen Batman-Film mit Ben Affleck sehen, um zu gucken, ob das besser funktionieren kann, weil der halt einfach, der Film war einfach grottenschlecht und stinklangweilig. Aber Ben Affleck, ich fand den auch gut als Bruce Wayne. Aber der Film, vielleicht lag es auch am Film, der Film war wirklich scheiße. Der Film war einfach scheiße. Ich wünsche mir einfach mal einen Standalone-Batman-Film, der einfach nichts mit einem Franchise zu tun hat, mit Willem fucking Dafoe als Joker. Oh, Willem Dafoe. Willem Dafoe. Ihr müsst mal Google eingeben. Willem Dafoe Joker und auf Bilder klicken. Wie sich dazu Fans zusammengemalt haben. Da denkt man einfach, jo, alles klar. Willem Dafoe muss einfach den Joker spielen. Muss sein. Ich mag Willem Dafoe total gern. Und das ist einer der Schauspieler, die nie so richtig über so ein Level geschafft haben. Ja, die haben nie so eine, so eine richtige Hauptrolle mal gespielt. Genau wie Rutger Hauer, finde ich, der auch leider nie zu dem wurde, was er hätte sein oder können. Oder Christopher Walken. Das ist doch der Blade Runner Android und auch Hitch, der Highway Killer. Genau. Ist das nicht der Holländer? Ja, der ist, glaube ich, Rutger Hauer, nein, hat er nicht in diesem, sag doch mal schnell, wie der Regisseur heißt von Starship Troopers. Paul Verhoeven. Hat er nicht in so viel so Verhoeven-Filmen mitgespielt, auch in so einem Mittelalter-Film, Das war. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Paul Verhoeven hatte immer andere Schauspieler irgendwie. Aber wie gesagt, Ben Affleck und Michael Keaton, die besten Batmans überhaupt. Und wenn ich mich entscheiden muss, Batman 1989 von Tim Burton, bester Batman-Film. Ja, ich auch. Aller Zeiten. Ja, ich auch. Tolle Stimmung. Absolut, 100%. Besonders, was man nicht einschätzen kann vom Set-Design, spielt dieser Film jetzt in der. Spielt der 1989 oder spielt der 1930? Ja. Man weiß es einfach nicht. Ja, ist absolut grandios. Und Jack Nicholson, bester Joker aller Zeiten. Da können jetzt ganz viele Leute mit ihren Heath Ledger-Tattoos, Joker-Tattoos, die ich nicht schlecht finde, ankommen oder aufklebern. Jack Nicholson bleibt. Ja, ist echt so. Rutger Hauer also, ist in dem Verhoeven-Film. Ganz kurz nochmal. Ah ja, okay. Ja, das stimmt schon. Ne? Ist immer schade. Irgendwie Willem Dafoe finde ich interessant. Weil ich keine Ahnung, ob ich den als guten Joker mir vorstellen könnte. Doch. Oder Nicolas Cage. Nicolas Cage als Joker? Boah, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicolas Cage hat halt nur einen Gesichtsausdruck und der Joker hat ganz viele. Ich glaube, das ist auch wieder... Ich bin ja Fan von Nicolas Cage. Ich finde, das ist ein großartiger Schauspieler. Ich finde den auch cool. Aber ich kann das verstehen, wenn Leute nicht auf den klarkommen. Ich glaube, der ist sowas wie... Der Helge Schneider der Hollywood-Schauspielkunst irgendwie. Entweder feierst du das ab oder nicht. Nicolas Cage aus? Ja. Ich finde den völlig daneben, ey. Nee, ich finde den schon gut. Ich mag den gerne eigentlich. Braucht den null. Tja. Aber das ist ja jetzt, so. Das ist schon sehr, sehr viel. Wir können uns gleich im Aftermath dieses Podcasts können wir uns direkt verabreden für einen großen Nicolas Cage-Podcast. Ja. Ich hatte und einen großen Batman-Podcast. Ich wollte heute auch noch eigentlich sagen, dass wir auch den großen Vampir-Podcast noch machen müssen, aber irgendwie haben wir schon ganz schön viel angerissen. So. Das war schon fast ein großer Vampir-Podcast. Wir haben halt jetzt kaum, bis auf eine kurze Erwähnung, haben wir kaum über Buffy gesprochen. Wir haben, obwohl du es gesagt hast, nicht haben wir Twilight. Gar nicht über Twilight gesprochen. Wollte ich jetzt gerade sagen. Tatsächlich. Was aber auch okay ist. Ja, also, ne? Klar. Also das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Du hast halt einfach unterschiedliche Interpretationen. Und es gibt halt, also diese Romantik im Vampirismus, die ist halt auch schon immer da. Immer. Weil der Vampir einfach telepathische Fähigkeiten hat und Leute dazu bringen kann, Sachen zu machen. Und zwar wird das mit dem Charme quasi definiert oder erklärt. Außer in Blade. Da können die nur alle Model abkaraten. Aber Techno-Raver, die Karate können. Der Vampir ist ja auch nie...
Prekariat, der ist nie der sozial abgehängte, der Vampir ist immer der Aristokrat, der hat Kohle. Nur der so. Cassidy bei Preacher. Der ist ein bisschen, obwohl der, glaube ich, auch aus einer ganz guten Familie kommt und einfach zum Penner wird, aber das sind ja nie die Crocs tragenden Jogginghosen-Prolls von nebenan, so, sondern das sind ja immer die ein bisschen Kohle haben, ist ja egal, ob das jetzt, bei Twilight ja ähnlich, ne? Ja, da kommt er ja auch aus einer guten Familie und die haben Kohle. Haben wir doch Twilight gesagt. Ich habe den ersten ja gesehen, weil man muss ja schon eine Meinung drüber machen. Ich habe alle gesehen. Fand ich, also. Ich habe alle mit meiner Frau gesehen, die liefen alle im Free TV. Ich fand alle schlecht. Scheiße. Es ist halt, ähnlich wie wir gerade gesagt haben mit From Dusk Till Dawn, es ist halt eine Liebesschmonzette, die auch ohne diese ganze Vampirgeschichte auskommen würde. Ich finde es völlig in Unfug. Aber wir haben die alle mal im Free TV gesehen. Und wir haben alle Taylor Lautner gesehen, oberkörperfrei, der zum Werwolf wird. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt zieht er nicht nur den Vampirismus in den Dreck, sondern auch noch das Werwolftum. Finde ich auch noch eigentlich ganz cool so an Filmen. Ich brauche es nicht. Es ist halt so ein Film für kleine Teenie-Girls. Und wenn die Bock darauf haben und die Bücher lesen wollen, bitte. Für mich hat das nichts mit Vampir zu tun. Absolut nicht. Die glitzern. Alter. Ja, aber die glitzern. Aber weißt du, die glitzern, da sagen immer alle, die glitzern. Das ist immer nur das Kleinste. Der Typ fährt einen fucking Volvo. So, der ist ein Vampir und fährt ein Volvo und dann ist er immer so bleich und so androgyn und rennt da rum und ist immer so mit voller Mitgefühl und hoch und so. Also ich glaube, so kann man Robert Pattinson auch außerhalb der Rolle beschreiben. Und dann hast du ja noch diese ständige On-and-Off-Beziehung der beiden Schauspieler im richtigen Leben. Da denkst du ja auch noch, Robert Pattinson und wie heißt die Troller da nochmal? Ich weiß es tatsächlich nicht. Schlag mich tot. Die waren ja immer den Mund auf. Und die auch gefühlt im richtigen Leben 15 Mal zusammen waren und getrennt waren und so. Und dann denke ich, ihr seid auch im richtigen Leben bescheuert. Lasst mich in Ruhe mit eurer Kacke. So, lieber Lost Boys gucken, Schulterpolster tragen und nackend Saxophon spielen. Geil, ja. Oder ab jetzt, Dennis, nackend Schlagzeug. Habe ich früher gemacht. Obwohl Schlagzeuger sind relativ oft. Wenigstens oben ohne oder halt irgendwie immer, ne? Sportshorts oder ne? So. Der Typ von Korn hat ja auch immer oben ohne und der war sogar noch Model für Calvin Klein im Muckimann. Schlagzeuger sind oft oben ohne, ne? Warum ist das so? Ja, weil es halt ein extrem physisches Ding ist. Ich schwitze halt immer wie so ein Ochse. Obwohl inzwischen bei Post-Rock nicht mehr, bei Metal aber schon immer. Ja. Wenn du da hier so richtig rumklöppeln musst, dann kommt man ins Schwitzen. Ja, ne? Sicher, klar. Ist halt eine hundertprozentig körperliche Sache. Alle vier Körperteile, alle Beine, Arme sind halt komplett in Action. Da kannst du dir auch tatsächlich echt irgendwie Fitnessstudio fast schon sparen. Wenn du jede Woche dreimal Metal-Band hast. Schlagzeuger sind auch bullig, ne? Und haben gut, also ordentlich Arme immer, ne? Geht so. Cool. Waden. Ich habe wahnsinnige Waden durch Schlagzeugspiel gekriegt. Ja. Double Bass. Aber nacken Saxophon spielen ist auch geil. Kann man alles machen. Also, was ist heute unser Fazit? Guckt euch Lost Boys an. Ja, von mir geht's. Geht in die Muckibude, macht euch richtig, rippt euch richtig krass ab. So einölen, Saxophon spielen. Boss-Transformation. Und dann am Strand richtig krass abkaraten. Surf-Nazis abkaraten. Nee, aber jetzt mal im Ernst, von mir gibt es auf jeden Fall eine gute 9 von 10 für den Film. Ich finde den sensationell. Machen wir Wertung, ja, okay. Ja, nee, habe ich jetzt mal einfach so mir heute überlegt. Ich finde den super. Also ich würde dem, ich würde uneingeschränkt weiterempfehlen. Ich finde den klasse. Ja, darf in keiner DVD sehr, sehr geiler Blu-ray-Sammlung fehlen. Ja. Du bist sowieso mit dabei, hast ja eingangs schon gesagt. Eben, da kann ich jetzt nicht sagen, ich gebe 8 von 10. Also schon 10 von 10. Ja. Gut. Ich finde also auch eigentlich nichts dran scheiße. Der letzte Punkt, also ich würde auch eher sagen, 8 von 10, der letzte Punkt geht einfach für ein gutes Gefühl, hat man bei dem Film gucken. Ja, das ist korrekt. Ja, schön. Unser erster Podcast mit Gast. Ja, ich bedanke mich vielmals. Schön, dass du da warst. Ja. Ich glaube, das war der längste Podcast über ein Thema, über das nicht so viel gesprochen wurde. Ja, aber super. Prozentual gesehen war das sehr, so, sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Wir haben jetzt fast 2,5 Stunden auf dem Tacho. Oh, das ist geil. Ich glaube, die zweitlängste Folge. Ich kenne aber Podcasts, die gehen länger. So, Dennis. Also ich sage an der Stelle, bevor Dennis gleich seinen ikonischen Spruch wieder, ich habe mir jetzt immer noch keiner eingefallen. Ich sage auf jeden Fall, Patrick, danke, dass du da warst. Ja, ich habe es war sehr, sehr schön mit dir. Du hast super viel coolen Input gehabt. Danke. Ich weiß jetzt nicht, gerne wieder von mir aus. Ja, absolut. Scheint sehr richtiger. Ja, super, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank, lieber Patrick, für die total tolle Bebop-Actionfigur. Doch, das muss ich genau so sagen. Habe ich gerne gemacht, voll gut. Das muss ich in allen Kanälen noch bekannt geben. Mach ich und gerne so schön, dass du da warst. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber ich liebe das halt, Leuten Freude zu machen. Ich finde das total gut, voll schön. Ich finde das total geil. Das ist überhaupt gar nicht blöd, da muss man sich nicht verschämen. Das ist halt das Schönste. Manchmal machen wir das auch. Einfach nett zu Leuten sein. Genau. Ich freue mich dann halt auch. Dennis hat mir auch schon mal eine Tasse geschenkt. Stimmt.
Deswegen, alles cool. Hat mir auch schon mal ein ziemlich teures NES-Spiel geschenkt. Ja, richtig. Das auch, aber das, aber ja, das ist ja wieder das so ein war Geld ja zum wert, Geburtstag. Quasi. Das war ja zum Geburtstag. Aber du hast mir zwischendurch ich einfach auch mal eine Tasse geschenkt. Ich habe dir die Pixel- und Plastiktasse geschenkt, ja. Wir sollten, jetzt haben wir Gäste, wie peinlich. Wir sollten eigentlich Pixel- und Plastiktassen produzieren und die unseren Gästen schenken, ja, wenn genau. die da sind. Nein, aber das Spiel ist auch uns. Aber ist egal, das ist ein anderes Thema. Ich sag schon mal tschüss, vielen Dank, dass du da warst. Bis bald. Vielen Dank. Alter, gut. Patrick. Dann kann Dennis jetzt noch sein... ich freue mich schon den ganzen Tag darauf. Ich sage, also ich fand es auch super schön, dass du da warst und wir machen das gerne wieder. Und ich sage, bis zur nächsten Folge von Pixel und Plastik. Auf Wiedersaurier! 2 Pixel und Plastik. Outtakes. Zu. Das war doch schon. Kennst du das in so Videoclips oder in so Soaps oder so, wenn dann Leute Konsole spielen und du siehst, der PlayStation-Controller ist nicht an und die drücken da so wild drauf rum, weil das Licht brennt halt nicht. Ich finde immer geil, wenn Leute sich in Soaps zum Frühstück treffen, das ist ein mega Buffet aufgebaut, dann setzen sie sich so dahin, machen einen Schluck Kaffee rein und dann wird so ein Brötchen aufgeschnitten und dann dann wird das so zusammengeklappt und dann irgendwie so, ich muss dann jetzt zur Arbeit und dann haben die nichts, jetzt gehen zur Tür, wir sehen uns, hast du heute Abend Zeit? Ja. Ja, okay, wir sehen uns doch, dann gehen die so raus. So keine Uhrzeit, so einfach gar nichts. Oder so ein, ja. Ja, die wissen halt, was los ist. Outtakes. Ich bin ganz beeindruckt von ihm. Ja. So, was er so an ja, Patrick hat ein unglaubliches so Nerdwissen einfach. Ja. Ne? Du hast einfach so richtig so ja, viele Details auf dem Kopf. Ja, ich muss aber dafür sagen, dafür sind ganz viele andere Dinge in meinem Leben auf der Strecke geblieben. Ey, tell me about it. Ich meine, guck dich mal um hier. Ne? In meinem Zimmer stehen irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, über 1000 Videospiele und ich weiß, wie alle heißen und wer die produziert hat, aber ich habe keine Ahnung, wer gerade Außenminister ist. Lass mal so, ich habe mir vor ein paar Monaten so einen Studiotisch bestellt. Meine Frau musste den aufbauen. Okay, nee, das kann ich noch alleine. Ich war gestern noch im Baumarkt und ich baue meiner Frau jetzt ein tolles neues Gerätsregal. Ich kann also bei mir, mich haben echt immer nur zwei Dinge interessiert, das war Mucke und Filme. Und eigentlich habe ich das bis jetzt ziemlich gnadenlos durchgezogen. Es ist ein Wunder, dass ich 32 geworden bin. Also, ja, ohne selbst jemals einen Nagel in die Wand gehauen zu haben, ne? Das ist echt so. Ich habe schon versucht, so, ne, aber das ist dann auch wirklich so, dass ich mir... wirklich direkt auf den Daumen baller. Oh, ja, mein Gott, ne, kann sein. Aber was soll das so? Die einen so, die anderen so. Dafür kannst du gut Songs schreiben und so. Ja. Das ist wahrscheinlich Auslegungssache, aber ich kann mir auf jeden Fall so Sachen irgendwie merken. Also wenn mir jetzt irgendwie, wenn meine Frau mir sagt, hör mal, wir brauchen unbedingt neues Klopapier, gehst halt nachher einkaufen, dann sitze ich auf dem Pott und denk so, oh nein. Ach ja. Nachts. Aber sowas halt, ne, dass Donald Sutherland, der Ausbilder von Buffy im Film war, das bleibt halt ja, immer. Ja, hatte ich aber dafür geht anderes einfach, muss aus meinem Kopf wahrscheinlich. Man kann da nichts für. So, Steuererklärung und dann geht so weg und dafür so, der neue Donald Miller Batman Comic. Ja, genau. Ich weiß, ist so. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Ja, das ist einfach so. Das stimmt. Also ich habe jetzt auch schon die Release-Dates der neuen Turtles-Figuren bei NECA im Kopf. Sollte aber eigentlich wahrscheinlich ganz andere Daten im Kopf haben, nämlich wann ich verschiedene Dinge auf der Arbeit erledigen muss und so. Aber dann zum Beispiel, ja. Ich hatte als Kind, die Edition, wo es die Figuren aus dem Film gab, die dann auch so ein bisschen gummiartig waren. Die hatte ich mit auch. Mit den Flecken. Ja. Habe ich leider nicht mehr. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe als Kind, war so, oh mein Gott, endlich. Weil ich fand die auch geil, weil die nämlich so weich waren, hat sich das viel geiler angefühlt, mit denen zu spielen, wenn man so richtig abkaratet hat. Ja, weil das hat sich so, die waren so ein bisschen bouncy dadurch. Ja, konntest bouncy. So richtig, ja, die waren so ein bisschen, ne, die hatten so einen leichten Widerstand und dadurch konntest du voll die geilen Karate machen. Ich so gerne. Mega Bock gemacht. Gab's auch Vampire bei Turtles? Also wird's wieder. Gab's eine Vampirfolge bestimmt, ne? Es gibt ein Dracula-Turtle. Ja, stimmt, in der Horrorserie, wo die alle als so Horrorfiguren. Frankenstein, Dracula, Mumie und Werwolf. Und es gibt bei Spider-Man auch einen Vampir, Möbius. Oh, ja, den fand ich mal cool. Ja, stimmt. Ist auch geil. Die Spider-Man-Serie aus den 90ern, die war super. Der ist auch cool, ne? Ja. Da gab es übrigens auch schon einen Punisher, aber der hatte einfach nichts mit dem Punisher. Dennis hat ja in einem anderen Podcast auch schon mal Graf Dacula eingeschnitten, fand ich auch mal geil. Super. Ilja Richter. Ilja Richter? Ey, Alter, jetzt mal im Ernst, was ist denn los mit ihm? Entschuldigung. Wie er sich nicht fühlt.
Ist doch geil. Ich meine, das ist doch genau das, was wir hier machen. Hammer. Wir reden doch genau über so einen Quatsch. Ilja Richter. So, und feiern total ab, dass der Colt von den Saber Riders von Christian Tramitz gesprochen ist. Hammer. So, ne? Solche Sachen sind halt geil. Auch hier den Mann von Marcy Darcy gesprochen hat. Ja. Ne? Ach, echt? Nach Steve. Wie hieß der denn nochmal? Jefferson. Jefferson, jo. Ja, der Christian Tramitz. Sehr ehrgeizig war, ne? Genau. Ja. Ich finde, das hatte zwar so seinen Charme, aber ich finde da irgendwann so mit No Man, da irgendwann war es nur noch zotig, lächerlich, ja. Aber die Folgen aus den 80ern mit die Steve, waren geil, wo Steve außerdem die Barbie verkauft, die Marcy so viel bedeutet, und dann Al und er so durch die krasseste Gangster-Szene nachts mit so einem Foto von so einer Barbie und so, hast du die gesehen? Mega, boah, lieb auch, ich. Auch mal wieder. Nur, dass ein Klo baut. Auch wieder auf jeden Fall einen eigenen Podcast wert. Hier kommt mal eine Schrotflinte hin. Hier kommt mal ein vierfachlagiges Klopapier hin und hier drüber mal eine Schrotflinte. Ja, Vampire, Popiere in der Popkultur. Ja. Heute nicht mehr wegzudenken. Nee, irgendwie nicht. Bei Scrubs, Dr. Acula. Dr. Acula. Ich habe mal letztens noch eine Folge gesehen, ich habe mir eine DVD auf dem Trödelmarkt gekauft von Sledgehammer. Kennt es noch einer? Ja, natürlich. Da gibt es auch eine Vampirfolge. Ja. Habt ihr die letzte Folge gesehen, wo er leider die Atomrakete startet und die ganze Stadt in die Luft jagt? Und was der immer letzte, macht, was man für hört. Lächerlichen Scheiß, wo ja, die Serie, ne? Die ist so Banane. Der Typ ist auch, der gehört, der hat ja echt richtig tief sitzende Probleme, ne? Wie er mit seiner Knarre spricht. Ach so, ja, ja, ach so, du meinst den Charakter, ja. Pennt er sogar auf dem Kissen, ja, ja. Ich finde, der ist immer so kurz davor, ein krasser Jeffrey Dahmer zu werden. Ja, eigentlich. So voll der Psychopath eigentlich. Ja. Und dann ist der einfach so ein wilder Cop. Irgendwie. Heftigste geil. Sache, damit schließe ich jetzt auch ab, die Jeffrey Dahmer ja gemacht hat, ist, oh Gott. Leuten, wollt ihr das überhaupt wissen? Ja, kommt drauf an, wir wissen ja nicht, was du nicht. Sagst. Leuten in den Kopf gebohrt, heißes Wasser reingegossen, in der Hoffnung, dass Sexsklaven aus dem werden. Was? Ja, da habe ich auch beim Lesen gedacht. Aber wie kommt der auf die Idee? Das is ist es ja. Das ist nicht die Tat an sich, die ja schlimm genug ist, sondern eher so. Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Wir sind ja in den 80er, 90er, aber wollen wir mal einen Podcast über das Thema machen? Das ist morbide, aber es passt nicht in unser Serienmörder? Boah, ja, ich finde, das ist ein ganz schön düsteres Thema. Ah, damit habe ich zum Beispiel kein Problem. Da gehst du auf jeden Fall nicht aus dem Podcast raus mit einem guten Gefühl wie nach Lost Boys. Nein, das natürlich nicht. Blut und Plastik. Dann nehmen wir uns für eine Folge an. Boah, so Halloween-Special, Blut und Plastik. Haben wir schon Halloween-Special. Ja, das fand ich super. Das fand ich richtig gut. Dankeschön. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und unser Halloween-Special fand ich auch ganz toll, weil wir beide nämlich einen gleichen Film hatten und bis ganz zuletzt dachten das wir beide, es wäre ein anderer, als es dann tatsächlich war. Den fand ich echt so. Ich bin ja nämlich so. Spaß gemacht. Ich mag Halloween als dieses, also ich würde Halloween richtig geil finden, wenn das hier so dick wäre wie in Amerika. Ja, ich weißt auch. Du? Leider ist es hier mega lächerlich. Leider kommt jetzt Karneval im Februar. Mega lächerlich. Aber ich mag trotzdem, ich liebe den Herbst und Oktober, Lieblingsmonat im Herbst. Und die Vorstellung, dass Halloween hier so fett werden wie in Amerika, ist für mich immer so zu der Jahreszeit, boah, geil, richtig. Dann habe ich auch so Bock, so Filme, mir dann zum Beispiel Halloween anzugucken. Ja, ich mache das auch ganz gerne. Finde ich super, aber leider ist es hier einfach nur lächerlich in Deutschland. Aber jetzt kommt ja leider die ganz schwierige Zeit für mich, Karneval. Karneval, ja, fürchterlich. Lass uns bitte niemals einen Karnevalspodcast machen. Ganz, ganz furchtbar. Tja. Jetzt so retrospektiv finde ich, das Thema Karneval ist für mich ein größerer Downer als Jeffrey Dahmer bohrt Leute Löcher in den Kopf. Ohne Scheiß. Weißt du, warum das schlimmer ist? Die Leute, die sich wie die letzten Schwänze Karneval benehmen, sind immer so, ja, Karneval halt, ne? Jeffrey Dahmer hat aber gesagt, jo Leute, ich weiß, ich habe kranken Scheiß gemacht, weiß ich so. Ich kann halt nichts dagegen machen. Also die Selbstreflexion. Aber jetzt mal, ich will jetzt zu Karneval auch nochmal ein paar Takte sagen. Ich habe gestern mit meiner Frau auf dem WDR noch eine Serie geguckt, Karneval mit Stellung. Und da ging es halt einfach um politischen Karneval. Und der ist ja total verloren gegangen. Also da ging es darum, dass Karnevalsreden auf politische Reden gehalten haben, Politiker aufs Korn. Da haben sie einen Typen interviewt, der hat Wagen gebaut. Der hat einen Wagen gebaut, wie Donald Trump die Freiheitsstatue Doggy-Style fickt. Und der fuhr durch Köln halt und da stand noch Liberty drauf. So. Ja. Also wo es einfach völlig überspitzt, aber wo es halt politisch ist und wo es nicht darum geht, sich billig zu verkleiden, sich im Kaufland ein Kostüm als sexy Krankenschwester und als Mönch zu kaufen und in alle Ecken zu urinieren. So.
dann ist Karneval gar nicht so ungeil, wenn es halt dat, als das benutzt wird, dat ja als das ist, nämlich die Kritik an den Herrschenden ja, und an der natürlich, Politik. Ja, natürlich, aber das ist das, was wir Deutschen gut können. Wir aber nehmen es ist irgendwie so verprollt. So eine, ja, ganz genau. Wir nehmen irgendeine Thematik, irgendeinen Brauch, irgendeine Tradition und dann wird das einfach nur zum Vorwand genommen, um sich mal wieder so richtig übelst die Kante zu nehmen. Oder um viele Dinge zu kaufen. Eins von beiden. Ja, oh, genau, richtig. Oder Kommerz mit, oder sich wegballern. Mit Grundgeld auszugeben. Nee, aber so eine schöne politische Karnevalssitzung. Ich meine, ist immer noch nicht mein Humor. Muss ich nicht alles reimen und Stumm-Sitzung, so. Stummsitzung, ne? War ja, das doch, ne? Ja, aber so, weißt du, so, oder ein schöner Karnevalszug, wo wirklich Wagen fahren, ja. wo sie den Trump und den Erdogan und die Le Pen und wie die ganzen Arschlöcher heutzutage heißen. So mal aufs Korn nehmen, ja, ja. Ja, genau, wo sie die aufs Korn nehmen, finde ich total gut. Kleine Städte in Köln, die haben zum Beispiel sehr friedliche, traditionelle Karnevalszüge. Ich bin aber leider halt mit den in Mörs aufgewachsen. Und das ist halt einfach, das ist, ich bin mit denen in Oberhausen und in Duisburg aufgewachsen, ja, ja. So, wo sich erwachsene Menschen kloppen, ja, wo, für den Bonbon. Wo die sich ernsthaft kloppen, weil sie betrunken sind und den kleinen Kindern die Bonbons wegschlagen und in alle Ecken uriniert wird und halb Oberhausen danach nach Urin gerochen hat, so, brauche ich halt auch null. Ne? Ich muss doch ganz ehrlich sagen, und das kann von mir so auch in dem Podcast, das ist mir wurscht, wenn Leute, die ich sehr mag, mir sagen, boah, ich freue mich, am Wochenende gehe ich auf den Karneval. Habe ich richtig Bock. Dann ist das so, dann fallen die so ein bisschen in meinem Du bist im so Buch der coolen Leute jetzt auf die vorletzte Seite so gerutscht. Ungefähr ist das. Stehe ich halt so. Sorry. Dann ist so mein erster Gedanke tatsächlich immer so, krass, aber ich dachte, du bist schlau. Ja, das sind so Sachen, das verstehe ich auch nicht, aber das ist dann einfach Karneval so. Karneval und sich in Malle wegballern. Erzähl uns, was geht.